Guten Abend und willkommen in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur beim ersten Abend unseres Veranstaltungsreigens zum 60. Jubiläum der Österreichischen Gesellschaft für Literatur. Eigentlich sind wir ja schon vor ein paar Wochen 60 geworden, wenn man so will, aber nachdem die Veranstaltungstätigkeit im Jahr 1962 begonnen hat, ist das fast schon Tradition, dass wir immer in den Zweierjahren unsere Jubiläen dann begehen. Und so wird heuer in diesem Jahr eigentlich in jedem Monat eine Veranstaltung stattfinden. Das heute ist die erste, die folgerichtig auch der Auftakt ist, also den Auftakt zeigt, die ersten Jahre, die Anfänge der Literaturgesellschaft quasi ein bisschen vorstellt. Und ich freue mich sehr, dass wir zwei Gäste hier haben, die ganz besondere Gäste sind, die beide schon in dieser Zeit hier zu Gast waren in der Gesellschaft für Literatur und heute ein bisschen dann darüber sprechen werden. Willkommen Barbara Frischmuth, willkommen Achim Benning. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich auch sehr, dass ich das heute nicht allein machen muss, sondern mir die Moderation mit Ursula Ebel teilen kann. Und wir werden Sie beide durch diesen dreiteiligen Abend führen. Am Anfang gibt es eben einen kleinen Informationsblock, sage ich mal, aber dazu wirst du jetzt mehr sagen, bitte. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Wir wollen eben im ersten Teil in einem Art Intro einige Highlights aus den ersten 10 Jahren vorstellen, sozusagen zum 60. Jubiläum, die 60er Jahre, präsentieren. Wir haben einiges aus dem Archiv zusammengekramt, außergewöhnliche Einladungen und auch eine Ausladung ist dabei, ein bizarres Entschuldigungsschreiben und vor allem grandioses Archivmaterial. Das Archivmaterial setzt sich zusammen aus Fotos, aus Tondokumenten und auch ein besonderes Video. Ein ganz kurzer Ausschnitt, 3 Minuten, glaube ich, sind das, damit Sie nicht gleich abgeschreckt sind von dem, was ich da alles ankündige, wird dabei sein. Die Fotos stammen überwiegend von Otto Breicher, einem begnadeten Fotografen, und er war in den 60er Jahren auch Mitarbeiter hier in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur. Und wir starten natürlich am Beginn und nicht in einem Zweier, sondern in einem Einserjahr, und zwar mit der Eröffnungsveranstaltung am 18. Dezember 1961. Hier sehen Sie die Einladungskarte zu dieser Eröffnungsveranstaltung. Es war eine Veranstaltung, in der die Literaturgesellschaft sich gleich ein bisschen präsentieren wollte als eine, die jetzt nicht einen Schwerpunkt hat, sondern die Literatur insgesamt, die österreichische Kulturgeschichte auch ein bisschen mit thematisieren wollte. Da waren Lesungen dabei. Übrigens hat die damals sehr junge Burgschauspielerin Erika Bluha gelesen an diesem Eröffnungsabend unter anderem. Es waren Tonaufnahmen dabei und es war dann auch ein Autor zu Gast und nicht irgendeiner, sondern der damals wahrscheinlich der prominenteste hier in Wien Lebende war, nämlich Heimito von Doderer. Diese ganze Festlichkeit wurde gebrochen einerseits durch diesen Schlusssatz, der ein bisschen ungewöhnlich war. Also kein Streichquartett stand da, man wollte also nicht so eine Lesung mit Musikberieselung bringen, sondern mehr als das. Und das Zweite ist gar nicht so leicht zu erkennen, aber noch subversiver, wenn man es so nennen möchte, war wahrscheinlich die Textauswahl, denn Heimito von Doderer las aus dem noch unveröffentlichten Roman Die Merowinger. Und wer die Merowinger kennt, weiß, dass das nicht das Buch ist, das man sich jetzt aussuchen würde für so einen Festakt. Also nicht grundsätzlich.
Also sicher eine schöne, eine spannende Veranstaltung. Leider gibt es keine Aufnahme davon. Es gibt allerdings Fotos und eines davon zeigt den Zuständigen, den Wichtigsten quasi am Anfang der Literaturgesellschaft, Wolfgang Kraus. Das ist an diesem Eröffnungsabend aufgenommen worden, in dem Raum da draußen, den Luster haben wir immer noch an der Decke hängen. Auch die Türen schauen noch ungefähr gleich aus. Wolfgang Kraus, Lektor, Journalist, Theaterwissenschaftler, hat dann über viele Jahre die Geschicke der Literaturgesellschaft geleitet und ja, noch einiges mehr als das. Bitte. Die Literaturgesellschaft entstand eben unter der Leitung von Wolfgang Kraus in ganz enger Zusammenarbeit mit einer Behörde, und zwar mit dem damaligen Unterrichtsministerium, und zwar mit dem ÖVP-Unterrichtsminister Heinrich Trimmel. Ziel dieser Einrichtung war es, übergeordnetes Ziel, eine Art Wiederbelebung von Mitteleuropa mit Wien als einer geistigen Metropole auf den Weg zu bringen. Größter Befürworter von dieser Idee, von diesem Vorhaben, war natürlich Wolfgang Kraus selbst und einige mächtige Beamte. Zunutze machte man sich die Neutralität Österreichs, die natürlich vor dem Hintergrund des kulturellen Kalten Krieges von besonderer Relevanz war. Und so kommt sogar Viktor Matejka, der ehemalige kommunistische und somit etwas gegnerische Wiener Kulturstadtrat im Jahr 1962 zu folgendem Fazit. Ich nenne eine kurze Passage aus diesem Artikel mit dem Titel „Das alles ist Wien", das im Tagebuch abgedruckt wurde. Also eben das Fazit: Wiewohl die neue Gesellschaft ein geschickt verlängerter Arm des Minoritenplatzes, wo eben das Unterrichtsministerium untergebracht war und ist, darf ihre Aufbauarbeit als ein Gewinn bezeichnet werden. Hier kann man ableiten, dass sogar unter kommunistischen Kreisen die Literaturgesellschaft anerkannt oder auch gefragt war. Viktor Matejka spricht eben von einem Gewinn. Nun kann man sich fragen, worin bestand dieser Gewinn, den er anspricht. Die Literaturgesellschaft hat sich drei zentralen Zielsetzungen von Anfang an verschrieben. Das ist einerseits die Förderung von österreichischen Autoren, Autorinnen. Der zweite Punkt ist die Einladung von im Exil lebenden österreichischen Autoren und Autorinnen, aber auch Wissenschaftlerinnen zum Beispiel. Und zum dritten der Aufbau von Verbindungen zu aufgeschlossenen, das heißt eher systemkritischen Intellektuellen jenseits des Eisernen Vorhangs. Und all diese Punkte spiegeln sich schon sehr gut im Programm des ersten Jahres wider. Besonders große Erfolge, das kann man nicht anders bezeichnen, konnte man in Bezug auf die Exilliteratur verbuchen, denn im ersten Jahr waren bereits zum Beispiel Erich Fried, Manesch Sperber ganz links, Erich Fried und Jakob Lind aus London bzw. Paris nach Wien angereist und hatten ebenso die Einladungen von der Literaturgesellschaft denen Folge geleistet. Und das waren teilweise die ersten Einladungen, die sie von einer offiziellen Stelle in Österreich nach 1945 erhalten hatten. Und natürlich, also wir haben jetzt schon Wolfgang Kraus eingangs als Gründer und Leiter genannt, aber natürlich benötigte man, um all diese Vorhaben, die ich gerade kurz skizziert habe, umzusetzen, ein engagiertes Team. Und jetzt möchten wir auf zwei Folien zentrale Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der ersten 10 Jahre nennen. Das ist die Sekretärin und sehr langjährige Mitarbeiterin Hella Bronold, die von Beginn an tätig war. Dann eben der schon erwähnte Otto Breicher, Literaturkritiker, Fotograf und Herausgeber, und der Autor und Literaturvermittler Kurt Benesch. Und auf der zweiten Seite gibt es zu sehen Herbert Zand, der Autor und ganz enge Vertraute von Wolfgang Kraus, Reinhard Urbach, Literaturkritiker und Literaturwissenschaftler, der ab 1968 hier tätig war und heute auch hier ist, was uns sehr freut. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Applaus
und die Sekretärin Silvia Peifuß, die in den 60er Jahren hier tätig war, einige Jahre und dann viele Jahre, einige Jahrzehnte später, die sich, glaube ich, da hinten hinter der Maske verbirgt. Ja, die auch da ist, das freut uns sehr. Herzlich willkommen. So kommen wir ins nächste Jahr 63. Sie merken schon, wir haben es nach Jahreszahlen aufgelistet. Das hat einfach den Vorteil, dass man möglichst viele Informationen auf kurzem Raum darstellt und die ganzen verschiedenen Richtungen, die eigentlich sehr viele waren, in denen sich die Gesellschaft bewegt hat, darstellen kann. 1963 war das Jahr, in dem Thomas Bernhard zum ersten Mal in der Literaturgesellschaft aufgetreten ist, und zwar gleich mit seinem ersten Roman Frost. Dieser Roman ist vom Inselverlag damals im Rahmen einer Pressekonferenz hier in diesen Räumlichkeiten vorgestellt worden. Das war also quasi die Geburt des Romanschriftstellers Thomas Bernhard. In den darauffolgenden Jahren bis 1970 ist Bernhard 8-mal in der Literaturgesellschaft aufgetreten, war bei allen möglichen Jausen, also Zusammenkünften in der Gesellschaft zu Gast und auch sonst immer wieder im Publikum, hatte also wirklich eine enge Verbindung zu diesem Haus. Eine dieser Veranstaltungen aus dem Jahr 1968, die fällt ein bisschen aus dieser Zeitleiste heraus leider, aber diese Veranstaltung ist auf Film aufgezeichnet worden, und zwar vom Sohn von Wolfgang Kraus, der hat mitgefilmt. Und aus diesem Film möchten wir ein bisschen was zeigen. Es sind 3 Minuten vom Anfang. Es ist im Wesentlichen das Gespräch, das Wolfgang Kraus mit Thomas Bernhard führt. Und wenn Sie genau hinschauen, werden Sie ganz am Anfang ganz kurz den ganz jungen Wendelin Schmidt-Dengler im Publikum sehen mit seiner Frau und danach dann auch noch Peter Maginter. Im Herbst, da sagten Sie doch, Sie sind mit dieser Thematik eigentlich fertig und Sie wollen was ganz anderes schreiben. Sie sind eben untreu geworden, dieser Absicht. Nein, ich glaube, untreu kann man ja eigentlich keiner Sache werden. Das ist halt, man kann sie hassen oder was, auch einen Menschen, nicht? Aber untreu im Grund wird man nicht. Also Sie werden auch mit ihr immer, ist es auch so. Nicht? Man variiert das halt oder man spannt neben dem Seil noch eins, aber es ist immer dasselbe Zirkus, über den man halt drüber spaziert. Aber ich lag runterfällt, ja, dann ist es aus. Ja, einmal haben Sie das Seil gewechselt. Sie waren doch in der Lurik, da gab es doch andere. Ja, das war noch kein Seil, das war noch ganz am Boden. Also Ihre Lurik liegt schon innerlich weit hinter Ihnen. Ja, da waren die Spaßmacher, die waren inzwischen schon da und haben das alles weggetragen. Und dann ist das Seil gespannt worden. Nicht? Aber allerdings kommen wir dann noch die Tiger und die Löwen, ich weiß nicht, was da. Aber vielleicht macht das ein anderer. Schreiben Sie noch Lyrik? Nein, überhaupt nicht. Gar nichts. Also das ist eigentlich ein abgeschlossenes Kapitel. Und der große Roman, den Sie unterbrochen haben, der geht jetzt groß, weiß ich nicht. Ja, so ein Roman, also große Prosa. Das ist entsetzlich. Na, und können Sie mir das über den Roman sagen? Nein, eigentlich nicht. Nein, das ist zu unklar. Nicht, weil man weiß nicht, was man macht. Aber Sie schreiben an dem jetzt weiter, ja, wenn Sie zurückkommen. Da geht es wieder dahin dann. Und am Montag machen Sie noch den Staatspreis hier und dann das ist am, geht's ja, wieder zurück nach, zurück, ja, nach Gmunden. 2 Wochen. Dann fahre ich überhaupt. Der Bernhard hat in Gmunden ein altes Bauernhaus gekauft und sehr schön hergerichtet und wohnt dort als Einzimmer. Eine Ruine, ja. Und dann fahren Sie nach Jugoslawien, glaube ich, nicht? Ich möchte einen Monat unten sein, das ist als Arbeitsklima immer sehr gut gewesen für mich. Sie haben ja viel in Jugoslawien geschrieben, Amras, glaube ich, nicht, wenn ich mich erinnere. Amras habe ich, ja, zur Hälfte, ja. Die eine Hälfte in Hannover, weiß ich noch, die andere am Meer. Also Sie reisen, aber es spielt in Tirol. Das ist eine gute Kombination. Ja, Sie reisen, reisen ist an und für sich so und stört Sie nicht beim Schreiben? Nein, während des Reisens kann ich nicht schreiben, aber... Es ist angenehm, das schreibt beim Tag, nicht? Und hat in der Nacht dann Unterhaltung, eventuell, nicht?
Es ist gerade weniger günstig, wie ich mir das vorgestellt habe, dass man am Land in so einem Haus lebt, aufwacht, schreibt und am Abend ist man wieder allein oder am Land. Das ist gerade voll. Man wird sich selbst ausgesetzt, ja, sozusagen. Man kann ins Wirtshaus gehen, man kann das und das ja, machen, aber es schaut nichts heraus. Ich glaube ja, ein Grund, ja. Also das ist doch ein Stützpunkt, den Sie... Aber man reist natürlich, ich reise lieber, wenn ich weiß, nur dort ist der Chaos. Da kommt man zurück. Ich kann wieder hinein. Nicht? Und Sie haben in Wien auch eine Wohnung, oder? Also ein Haus. Hier seit 20 Jahren ein Zimmer. Das würde ich auch wieder aufgeben, weil das ist auch wieder ersetzlich, wenn man das... Da ist Wien für Sie ein Fenster in die große Welt, oder? Nein. Ein Buchteil. Nein, aber Wien ist natürlich halt ideal immer gewesen. Früher habe ich es gehasst, habe ich es nicht sehr gut gekannt. Vor 15 Jahren. Nicht? Je länger man Wien, glaube ich, kennt, desto mehr, desto angenehmer ist es wahrscheinlich. Ja, das hören wir sehr gerne. Auch arbeitsmäßig, nicht? Man darf nicht weiß, was erwarten und so weiter. Nicht? Wenn man das einmal weiß, also als man diese Situation ausnützt, dann ist es sehr gut. Nach Bernhard 63 bzw. 68 kommen wir ins Jahr 64 zu einer Veranstaltung, die vermutlich auch gefilmt wurde. Und zwar gab es einen großen Auftritt nach langen Bemühungen von, Sie sehen es schon hier, Max Brod. Er war aus Israel angereist und hat im Redoutensaal der Wiener Hofburg gelesen, in einem sehr stilvollen Rahmen, riesiger Raum. Und dennoch gab es eine Art Entschuldigungsschreiben, das nach dieser Veranstaltung an das Publikum geschickt wurde, an die Abonnenten, Abonnentinnen des Programmes der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, ein erstes und einziges Schreiben dieser Art. Und zwar bezog er sich auf den großen Andrang. Und somit musste der Saal um 19:30 bereits polizeilich gesperrt werden. Und da schreibt eben die Gesellschaft in dem Schreiben, vor dem Tor auf dem Josefsplatz kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Literaturfreunden. Um Entschuldigung bittet sie die selbst am meisten erstaunte Österreichische Gesellschaft für Literatur. Und im Eigennarrativ der Literaturgesellschaft hat dieses Ereignis und diese Karte natürlich einen ganz besonderen Platz, einen Ehrenplatz, könnte man sagen. Denn wie oft passiert das schon, dass man ein polizeiliches Einschreiten sich praktisch wünscht, wenn man eine Literaturveranstaltung ausrichtet? Also ganz selten, und das war eben nach dieser oder während dieser Max-Brod-Veranstaltung der Fall. 1965 war eine bedeutende Lesung von Ingeborg Bachmann. Es war nicht das erste Mal, dass sie hier war und bei weitem nicht das letzte Mal, aber es war eine Lesung, die fand statt ganz knapp nach einer Reise nach Prag. Und zwar war sie mit dem jungen Autor und Filmemacher Adolf Opel nach Prag gereist und hatte während dieser Reise wieder begonnen, Gedichte zu schreiben, zum ersten Mal nach vielen Jahren, in denen sie nur Prosa verfasst hatte. Und nach der Rückkehr nach Wien hat sie diese Gedichte, die in dieser Zeit entstanden sind, bei einer Veranstaltung in der Literaturgesellschaft vorgelesen. Und das berühmteste davon möchte ich jetzt ganz kurz spielen. Sie kennen es wahrscheinlich alle. Es ist eine Originalaufnahme vom 10. Mai 1965. Vor kurzem habe ich wieder versucht, ein Gedicht zu schreiben, das ich zum ersten Mal liest, heißt Böhmen liegt am Meer. Sind hierorts Häuser grün, dreht ich noch in ein Haus. Sind hier die Brücken heil, gehe ich auf gutem Grund. Ist Liebesmüh in alle Zeit verloren, verliere ich sie hier gern. Bin ich's nicht, ist es einer, der ist so gut wie ich. Grenzt hier ein Wort an mich, so lass ich's grenzen. Liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. Und glaub ich noch ans Meer, so hoffe ich auf Land. Bin ich's, so ist's ein jeder, der ist so viel wie ich. Ich will nichts mehr für mich, ich will zugrunde gehen. Zugrund,
das heißt zum Meer, dort finde ich Böhmen wieder. Zugrund gerichtet wach ich ruhig auf. Von Grund auf weiß ich jetzt und ich bin unverloren. Kommt her, ihr Böhmen alle, Seefahrer, Hafenbraut und Schiffe unverankert. Wollt ihr nicht böhmisch sein, Illyrer, Veroneser und Venezianer alle? Spielt die Komödien, die Lachen machen und die zum Weinen sind, und irrt euch 100 Mal, wie ich mich irrte und Proben nie bestand. Doch habe ich sie bestanden ein um das andere Mal. Wie Böhmen sie bestand und eines schönen Tags ans Meer begnadigt wurde und jetzt am Wasser liegt. Ich grenz noch an ein Wort und an ein anderes Land. Ich grenz, wie wenig auch, an alles immer mehr. Ein Böhme, ein Vagant, der nichts hat, den nichts hält. Begabt nur noch vom Meer, das strittig ist, Land seiner Wahl zu sehen. Wir bleiben noch kurz im Jahr 1965, und zwar fand in diesem Jahr einer der drei großen Kongresse statt. Das war ein Herzstück der Tätigkeit in den 60er Jahren, drei große Kongresse mit Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus Ost und West. Sie nannten sich Roundtable-Gespräche, und da waren eben Stars von beiden Seiten des Kalten Krieges eingeladen nach Wien. Kooperationspartner für diese Veranstaltung war der Congress for Cultural Freedom, der in Paris ansässig war, eine antikommunistisch eingerichtete, ausgerichtete Organisation. Und rund um diese großen Roundtable-Gespräche gab es natürlich immer wieder alle möglichen Schwierigkeiten und Troubles unterschiedlicher Art, also auf politischer Ebene oder persönlicher Ebene. Und ein Beispiel möchten wir gerne herausgreifen, und zwar 1965 in Bezug auf Marcel Reich-Ranicki. In dem Jahr erreichte die Literaturgesellschaft ein Schreiben des polnischen Kulturattachés in Wien, und in dem stand, dass die geplante Beteiligung von Marcel Reich-Ranicki an dem Kongress automatisch die Anwesenheit sämtlicher anderer polnischen Diskutanten ausschließen würde. Jetzt war Wolfgang Kraus natürlich in der Bredouille, wie er verfahren sollte, ob jetzt eben die polnischen Kollegen von Marcel Reich-Ranicki ausgeladen werden sollten oder eben Marcel Reich-Ranicki. Er entschied sich daraufhin, Marcel Reich-Ranicki auszuladen, und bat natürlich im Schreiben um dessen Verständnis, ganz höflich. Und dann gibt es ein Antwortschreiben hier im Archiv von Reich-Ranicki, das 3 Seiten lang ist. Sie sehen jetzt hier nur die erste Seite, und die ist auch sehr gut strukturiert und gut aufgebaut, die Argumentation, was jetzt alles folgen wird. Und ich nenne nur eine kurze Passage aus dem Brief. Verzeihung, wofür sollte ich eigentlich Verständnis haben? Für die Erklärung des Legationsrates oder für die Tatsache, dass Sie, die österreichische Gesellschaft für Literatur, mich infolge einer Intervention der polnischen Botschaft ausladen? Denn nur so kann ich Ihren Brief verstehen. Nein, mit meinem Verständnis können Sie in diesem Fall nicht rechnen. Das hat Wolfgang Kraus natürlich nicht weitergeholfen, dieses Schreiben. Und er hat dann einiges überlegt, den Kongress abzusagen und einem anderen Titel stattfinden zu lassen. Aber schlussendlich haben sich die Wogen geglättet, und Marcel Reich-Ranicki konnte wohl auch durch Intervention von Manne Sperber und François Bondy beruhigt werden und sagte die Teilnahme dann doch zu. 1966 waren Friederike Mayröcker und Ernst Jandl zum ersten Mal in der Literaturgesellschaft zu Gast. Bei beiden war es das erste Mal von vielen Malen, denn Jandl war oft hier. Jandl hatte auch ein gutes Verhältnis zu Wolfgang Kraus, war fast so etwas wie ein Fürsprecher in der Grazer Autorenversammlung. Friederike Mayröcker war fast jährlich einmal hier, hat zuletzt 2019 hier im Raum gelesen. Ein anderes wichtiges Ereignis 1966 war der Konkurs des Stjasny Verlags, der nämlich seinen Sitz hier in der Literaturgesellschaft hatte.
Und in diesem Stersny-Verlag ist auch eine Zeitschrift erschienen, die hieß Worte in der Zeit, eine ganz bedeutende österreichische Literaturzeitschrift, die in diesem Jahr 1966 also eingestellt werden musste. Es wurde dann sofort eine Nachfolgezeitschrift gegründet, die hieß Literatur und Kritik. Herausgeber war zunächst Rudolf Hentz, der ja auch Worte in der Zeit schon mit herausgegeben hatte, und an seiner Seite war damals schon Gerhard Fritsch und Paul Kruntorath. Fritsch hat also hier gearbeitet in der Literaturgesellschaft, hatte hier hinten in den Räumlichkeiten sein Büro, und Literatur und Kritik war mit Unterbrechungen bis 1990 hier in der Literaturgesellschaft, was die Redaktion betrifft, bevor sie dann nach Salzburg zu Karl Markus Gauss ging. Es gibt eine zweite Zeitschrift, die 1966 gegründet wurde, und zwar sind das die Protokolle, die gemeinsam von Otto Breicher und Gerhard Fritsch auch hier aus der Taufe gehoben wurden. Und Otto Breicher hat die Protokolle ja bis 1997 herausgegeben. Nun kommen wir zu einer Person, die eher kein Fürsprecher von Krauss gewesen ist und auch einen Bezug zu Graz hat, oder weil wir eben vorher gerade gesprochen haben, über Ernst Jandl, nun eben ein wirklicher Grazer, und zwar Alfred Kollerich, der Herausgeber der Manuskripte. Dieser hatte einen Brief zu schreiben im Jahr 67, den er vermutlich nicht sehr gerne geschrieben hat, und zwar eine Art Bittschreiben oder ein Ansuchen. Und zwar drohten ihm die Grazer Kulturbeamten, die Manuskripte, die Subventionen zu streichen oder auf jeden Fall einzuschränken. Und daraufhin wandte sich eben Alfred Kollerich direkt an Krauss, in einem recht formellen Schreiben auf dem Briefpapier vom Forum Stadtpark. Und hier schreibt er: Ich ersuche Sie nun höflichst, mir einige Zeilen zu schreiben, in denen Sie darauf hinweisen, dass die in den Heften publizierte Literatur kein entarteter Sonderfall ist, sondern der Tendenz der modernen Literatur entspricht. Krauss und Kollerich können ganz getrost als konträre Figuren angesehen werden. Krauss hat dieses Schreiben verfassen lassen, also er hat es nicht selber geschrieben, also Kollerich wendet sich ja direkt an den Krauss, und Krauss entscheidet dann, ja, dieses Schreiben wird geschrieben von Seiten der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, aber er übergibt das in die Hände von Zandt, wie eben auch auf dem Brief notiert ist, und dann hat eben Zandt dieses für die Manuskripte vermutlich relevante Schreiben geschrieben und verfasst. Wir bleiben bei der Grazer Gruppe und kommen zu einer wichtigen Figur, und zwar Peter Handke. Er hat in diesem Jahr, also 67, erstmals hier in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur gelesen. Und hier haben wir auch eine kleine Tonaufnahme vorbereitet, und zwar liest er aus seinen ersten Gedichten. Ich lese Ihnen meine ersten Gedichte vor. Sie können auch anders dazu sagen. Sicher wird hier irgendein Bekenntnis verlangt, und ich möchte Ihnen jetzt ein Bekenntnisgedicht vorlesen. Heißt, was ich nicht bin und was ich bin. Was ich nicht bin. Ich bin nicht stumm, ich bin nicht blind, ich bin nicht taub. Ich bin kein Spielverderber. Ich bin kein Kostverächter. Ich bin kein Einsiedler. Ich bin kein Träumer. Ich bin kein Heiliger. Ich bin kein Elfenbeinturmbewohner. Ich bin kein Millionär. Ich bin kein Unschuldslamm. Ich bin kein Halsabschneider. Ich bin kein Negerfeind. Ich bin kein Hampelmann. Ich bin kein Automat, ich bin keine Witzfigur, ich bin kein Fußabstreifer, ich bin kein Vieh, ich bin kein Narr, ich bin kein Müllerbladeplatz, ich bin kein Ehrenwärter, ich bin kein Wohltätigkeitsverein, ich bin kein Beichtvater, ich bin kein Seelentröster, ich bin keine Kreditanstalt, ich bin kein Auskunftsbüro. Was ich zwar nicht bin, aber auch nicht bin. Ich bin kein Feigling, aber auch kein Lebensmüder. Ich bin kein Spießer, aber auch kein Anbeter alles Neuen. Ich bin kein Militarist, aber auch kein Verfechter eines faulen Friedens. Ich bin kein Anhänger von Gewalt, aber auch kein Prügelknabe. Ich bin kein wirklichkeitsfremder Schwärmer, aber auch kein plumper Materialist. Ich bin kein Mitläufer, aber auch kein Eigenbrötler. Ich bin kein Reaktionär, aber auch kein Revoluzzer. Was ich weder noch bin. Ich bin weder ein Anhänger blinden Gehorsams, noch ein unreifer Anarchist. Ich bin weder ein Nationalist, noch ein Gleichmacher. Ich bin weder ein blatter Vernunftmensch, noch ein wirrer Gemütsmensch. Ich bin weder ein Anbeter der Diktatur, noch ein Verteidiger einer falsch verstandenen Demokratie. Was ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch wie viele andere. Ich bin ein Mensch mit seinen Vorzügen und seinen Schwächen. Ich bin ein Mensch mit seinen eigenen Problemen.
Ich bin ein Mensch oder bemühe mich wenigstens einer zu sein. Was ich bin, zugleich aber auch bin. Ich bin ein Mensch im einfachsten, zugleich aber auch schwierigsten Sinn des Wortes. Im Jahr 1968 spielte der Prager Frühling eine große Rolle für die Literaturgesellschaft. Die Niederschlagung dieses Prager Frühlings durch den Einmarsch des sowjetischen Militärs löste eine große Fluchtbewegung aus, und infolge dieser Fluchtbewegung kamen auch sehr viele Kulturschaffende aus der Tschechoslowakei nach Wien. Manche konnten gerade noch flüchten, manche wurden eingeladen, sodass sie noch herauskamen aus der Tschechoslowakei. Sie alle kamen in Wien an und waren zunächst auf der Suche nach einem Ort, an den sie gelangen konnten. Und Kraus hat in dieser Situation sehr vielen sehr geholfen. Es gibt Zeitzeugen, die berichten davon, dass hier in diesen Räumen eine Zeit lang so etwas wie ein Matratzenlager gewesen sei, wo diese Autorinnen, Autoren aus der Tschechoslowakei eben eine Zwischenstation gemacht hatten, bevor sie dann weiterreisen konnten in ein anderes Land, nach Deutschland oder in die USA vor allem. Die Zentralfigur oder eine der zentralen Figuren dieser tschechischen Literatur war Václav Havel, ein Autor, den Kraus schon Jahre davor nach Wien eingeladen hatte. Er war 1965 zum ersten Mal hier gewesen. Und die Gesellschaft unternahm einiges, um auch ihn aus der Tschechoslowakei herauszubringen. Es gab eine Reihe von Einladungsschreiben. Und in diesem Brief, den Sie hier sehen, hat Havel dann im Dezember 1968 quasi seine Freude bekundet, nach Wien kommen zu können, angekündigt, dass er kommt und so weiter und so weiter. Es gab dann ein langes Hin und Her und Vor- und Zurück, wenn man so will. Und im November 1969 ist dieses Telegramm eingelangt von Václav Havel. Und da steht dann drauf: Leider meine Ankunft ungewiss. Diplomatische Intervention vielleicht behülflich. Bitte Hotel absagen. Gebe noch Nachricht. Grüße, Havel. Der Hintergrund ist, dass ihm zu diesem Zeitpunkt schon der Reisepass abgenommen worden war und Václav Havel konnte bis zur Wende 1990 die Tschechoslowakei nicht mehr verlassen. Nun kommen wir langsam zum Ende unseres Intros, und zwar sind wir im Jahr 1969 angelangt. Ein Beispiel, das ein bisschen hinter die Kulissen des Alltagsgeschäfts der Literaturgesellschaft blicken lässt, könnte man sagen. Und zwar geht es hier um den Wunsch von Elfriede Jelinek nach einem ganz spezifischen technischen Gerät. Dem Mitarbeiter und späteren stellvertretenden Leiter Otto Breicher ist es zu verdanken, dass in diesen Räumlichkeiten auf Einladung der Literaturgesellschaft Autoren, Autorinnen wie eben zum Beispiel Elfriede Jelinek, Alfred Kollerich, der schon erwähnt wurde, Michael Scharrang, Wolfgang Bauer und Gerhard Jonke ihre Auftritte absolvierten. Und dieser Otto Breicher setzte sich eben auch ein beim Unterrichtsministerium dafür, dass Elfriede Jelinek das gewünschte Gerät erhält. Bemerkenswert ist in der Korrespondenz von Otto Breicher immer der sehr launige, der unmittelbare, der gewitzte Tonfall, und der kommt ihm auch nicht abhanden, wenn er eben ein doch eigentlich eher sehr ödes oder ein sehr, eine sehr spröde Textart bedienen soll, nämlich eben ein Ansuchen an das Ministerium zu schreiben. Und er schreibt das Ansuchen eben an das Ministerium wie folgt. Hier ist der Brief an den Ministerialrat. Ein kurzer Auszug. Die Schriftstellerin Elfriede Jelinek hat bei mir ihr Herz ausgeschüttet. Sie möchte unbedingt das Medium Literatur erweitern und neue Dimensionen dazugewinnen. Und dann eben dafür bräuchte sie ein Qualitätsmagnetophon und die Hälfte vom Preis habe sie bereits zusammengeschnorrt. Und dann weiter im Text. Unter den literarischen Twins ist das 22 Jahre junge Fräulein Jelinek eine der größten Begabungen. Sie ist auch längst nicht mehr unbekannt. Was sie auch anpackt, es wird etwas Eigentümliches. Und wer halt schad, wenn es am Gerät scheiterte. Und auch dieses Ansuchen von Seiten der Literaturgesellschaft wurde wie die meisten dieser Art vom Unterrichtsministerium positiv beantwortet, und es gab eben eine Subvention für diese Anfrage.
So viel zu diesem ganz kurzen Durchlauf. Wir könnten, wie Sie sich wahrscheinlich denken können, Tage und Abende füllen mit diesen Archivmaterialien, die wir haben. Und vielleicht machen wir das auch irgendwann. Aber so viel jetzt einmal, die 60er Jahre sind ja, und darum ist auch so viel Material da, so etwas wie das goldene Zeitalter, die goldene Ära dieser Literaturgesellschaft. Es gab zu der Zeit keine vergleichbare Institution. Es war eine Art Monopolstellung, die die Gesellschaft innehatte, was das literarische Veranstalten, was diese Einladungstätigkeit und so weiter betraf. Und dementsprechend war die Rolle der Gesellschaft damals eine, die dann im Laufe der Zeit natürlich nie mehr diesen Stellenwert und diesen Status erreicht hat. Heute feiern wir ja, oder heuer feiern wir ja das 60. Jubiläum der Literaturgesellschaft. Zum 25-jährigen Jubiläum hatte Wolfgang Kraus 3 große Persönlichkeiten eingeladen. Martin Esslin, den Theaterwissenschaftler aus dem Londoner Exil, Hans Weigl, den Wiener Literaturkritiker und Theaterkritiker und Stanislaw Lem, den polnischen Star-Autor. Und die hatten alle ihre Redebeiträge vorbereitet und ich möchte kurz etwas erwähnen aus der Rede von Stanislaw Lem, das zu dem ganz gut passt, was wir eingangs skizziert haben, dass eben Kraus versucht hat, aus Wien wieder eine geistige Metropole, eine zentrale Literaturstadt zu machen. Und darauf nimmt eben Stanislaw Lem Bezug und er meint, Wolfgang Kraus wünscht sich im Geheimen aus der Provinzstadt Wien ein Zentrum des kulturellen Geschehens, das rehabilitierte Kulturherz Europas zu machen. Und diesen Plan bezeichnet dann eben Stanislaw Lem in der Rede zum 25-jährigen Jubiläum als ein verwegenes Vorhaben. Und mit dieser etwas amüsierten Perspektive von außen beenden wir unsere Ausführungen, was das Intro anbelangt. Und ich darf auch den Platz sozusagen räumen und desinfizieren. Ja, vielen Dank. Das mit dem Desinfizieren, das muss sein. Es ist ja irgendwie ein Wunder, dass wir überhaupt heute hier diese Veranstaltung machen können. Und freut mich umso mehr, dass Sie alle da sind. Wir hätten den Raum heute mehrfach füllen können. Es war irgendwie ein Trauerspiel in den letzten Tagen, wem wir alle absagen mussten, dass einfach kein Platz mehr da war. Aber wunderbar, dass Sie da sind und dass wir das heute machen können. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Achim Benning auf die Bühne bitten darf. Ja, bitte. Genau. Achim Benning ist Schauspieler, Regisseur, Theaterdirektor. Er hat Germanistik studiert, Philosophie und er hat ein Schauspielstudium am Max-Reinhardt-Seminar absolviert. 1959 wurde er ans Burgtheater engagiert, war dann von 1976 bis 1986 Direktor des Wiener Burgtheaters, ist mittlerweile natürlich Ehrenmitglied dieses Burgtheaters. Man könnte jetzt aufzählen, was er dort alles aufgeführt hat und was unter seiner Ägide alles passiert ist. Sie alle kennen diese Spielpläne sicher. Es waren sehr viele osteuropäische Autoren dabei, die Achim Benning erst wirklich hier bekannt gemacht hat. Es waren sehr viele Gegenwartsautorinnen, Autoren dabei. Es waren wunderbare Nestroy-Vorführungen dabei. Russen. Also man könnte jetzt sehr lang aufzählen. Ich möchte das gar nicht tun, sondern ich möchte jemanden zitieren, und zwar Erika Pluha, die ja, glaube ich, mit Ihnen schon im Reinhardt-Seminar war damals. Während im Studium, in Studienzeiten haben Sie sie schon kennengelernt. Und Erika Pluha sagt in einem Interview, ich finde, die Jahre, die der Achim Benning dem Burgtheater geschenkt hat, waren die wunderbarsten. Weil er hat aus diesem Koloss von Theater ein lebendiges Theater gemacht. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Kompliment. Nach dieser Zeit als Direktor des Wiener Burgtheaters ging Achim Benning nach Zürich, war dann jahrelang Direktor des Schauspielhauses in Zürich. Und ich möchte wieder einen Autor zitieren, denn
die Intellektuellen, die Autorinnen, Autoren, die Schauspielerinnen und Schauspieler waren immer sofort ganz auf ihrer Seite. Max Frisch hat in einer Widmung geschrieben, sie sind ein Glück für Zürich, aber ob die es merken? Also auch ein schönes Kompliment. Nach der Zeit in Zürich war Achim Benning dann noch jahrelang Professor am Max-Reinhardt-Seminar. Es gibt ein Buch von ihm, das ich wirklich empfehlen möchte. Es liegt jetzt auch gerade am Tisch vor Achim Benning, in dem sehr viele Texte von ihm, Essays, Reden gesammelt sind. Peter Rössler hat es herausgegeben. 2012 ist es in der Edition Steinbauer erschienen und heißt »In den Spiegel greifen Texte zum Theater«. So viel jetzt ganz kurz als Vorstellung, die ja eigentlich eh nicht notwendig wäre. Achim Benning war von Anfang an Gast der Literaturgesellschaft. Er hat hier auf der Bühne immer wieder auch gelesen, also hier auf der Bühne stimmt gar nicht so, denn die Veranstaltungen waren dort ja eigentlich meistens im Palais Palfi. Aber die allerersten Auftritte, die sie gehabt haben in der Gesellschaft, sind laut unserem Programm 1963 gewesen und da waren sie gleich zweimal am Programm. Im März 1963 haben sie bulgarische Lyrik gelesen und im Mai Legenden von Martin Buber. Können Sie sich erinnern, wie Sie überhaupt in Kontakt gekommen sind zur Literaturgesellschaft? Ging das über Wolfgang Kraus oder wie war das? Naja, ich bin ja ursprünglich aus Versehen zum Theater gelangt. Ich habe ja Germanistik studiert und wollte, wie man das damals nannte, ins Verlagswesen gehen. Und daher war die Gründung der Gesellschaft für Literatur für mich eine Attraktion für Wien und da von vornherein auch die Perspektive eine weitere war und nicht nur eine Selbstschau, hat mich das von vornherein interessiert und immer von vornherein Kontakt auch mit dem Dr. Kraus gehabt. Das kann ich im Einzelnen, kann ich mich da nicht erinnern. Aber das war ein erfolgreicher Kontakt, einer der wichtigsten Erfolge, sitzt dort in der zweiten Reihe. Das ist der Herr Dr. Urbach, der dann am Burgtheater eine ganz wesentliche Figur, sagen wir das so, meiner Direktionszeit war. Das war eines der wichtigsten und schönsten Ergebnisse meines Kontaktes zur Gesellschaft für Literatur. Und die, sagen wir das jetzt mal etwas übertrieben, die Ostpolitik, die sich ja fortgesetzt hat und wo der Dr. Kraus uns sehr unterstützt hat, sehr geholfen hat, die vielen Verbindungen, die wir gemeinsam hatten, das waren nicht so sehr literarische Ergebnisse, weil Sie den Havel erwähnt haben. Der ist ja nie wieder nach Wien gekommen, erst später als Präsident, weil er sehr wohl hätte kommen können. Aber er war sich sicher, und nicht nur er, dass er dann nicht zurückkam. Dass ihm das passieren würde, was ja dann einerseits dem Kuhhut ein bisschen organisiert passiert ist und dem Landowski vorhersehbar auch. Deshalb hat er ja auch die Einladung vom damaligen Unterrichtsminister Sinowatz, die Einladungen abgelehnt, um in Prag bleiben zu können. Also er hätte raus können, aber er hätte nicht zurück können. Auch der war ein gemeinsamer Klient von uns und wir hatten also die Gemeinsamkeit jetzt geschwollen gesagt. Also wir hatten eine gemeinsame Ostpolitik, die sehr wichtig war und in der es eine gute Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Literatur gab. Und eine wichtige, auch eine Vorbereitung in der Stadt, weil man kann sich ja das nicht so recht vorstellen, wie das damals war.
Es war ja aufgrund des intellektuellen Blattes der Stadt, also der Kronenzeitung, war es ja so, dass jemand, der aus dem Osten kam und frei herumlief, das war ein Kommunist. Wer kein Kommunist war, saß im Gefängnis. Das war die saubere Einteilung. Also Leute, die hierher kamen, waren schon mal suspekt in der Öffentlichkeit. Es gab ja dann auch Umfragen, die gegen die Betreuung der Dissidenten, der sogenannten Dissidenten war. Da haben die Leute, die Wiener mehrheitlich gesagt, das schadet der Neutralität Österreichs. Das reizt unnötig die bissigen Kommunisten. Das ist, also sollte man lassen. Und da waren wir dann also gemeinsam dagegen und haben diese Politik fortgesetzt. Und das setzte sich dann auch insofern fort, dass also auch jenseits der üblichen Arbeit ging es auch ins Personelle. Also wir haben den Jan Kott hier vorgestellt, wir haben quasi die erste Pressekonferenz hier gemacht beim Dr. Graus. Wir haben auch den Abschluss hier gemacht, wo wir unser damaliges Buch vorgestellt haben, beziehungsweise der Dr. Graus hat das vorgestellt. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gab gemeinsame Ziele, es gab Sympathie und der Graus war eine wichtige Begegnung für uns, so wie die ganze Gesellschaft für Literatur uns, wie Goethe das gesagt hat, mit wichtigen Nebenmenschen bekannt und vertraut gemacht hat. Und dafür bin ich heute noch dem Dr. Graus auch dankbar. Einige dieser wichtigen Nebenmenschen sind hier jetzt auf diesem Platz. Das ist Manes Sperber, das ist Elias Canetti und Václav Havel. Ich weiß nicht, ob Sie Havel erkannt hätten. Das war 1965 bei einer eben Gelegenheit einer Einladung der Literaturgesellschaft nach Wien. Diese drei sind ja nur einige von vielen, die Sie hier im Zusammenhang der Literaturgesellschaft kennengelernt haben. Und ich glaube, mit allen dreien haben Sie ja dann lange freundschaftliche oder Arbeitsbeziehungen gehabt. Ja, das war teilweise, was Canetti betraf, natürlich sehr begünstigt durch den Reinhard Urbach, der ja schon lange davor eine Vertrauensperson vom Canetti war, und dieses Vertrauen setzte sich ja fort, weil etwas Kurioses, Wienerisches passierte bei unserer Premiere von Komödie der Eitelkeit, das heißt bei der dritten Vorstellung, weil der Canetti war bei der Premiere so glücklich und wollte nach Wien ziehen, wollte weg von Zürich und wollte nach Wien ziehen. Und der hat die ganze Nacht mit dem Gerald Sieg, mit dem Germanisten, verbracht. Und die haben also, der bezeugt das, wie der Canetti alle Vorbereitungen innerlich getroffen hatte. Jetzt ist Wien. Er war so glücklich über die Aufführung von der Komödie der Eitelkeit. Und wie die Wien-Pläne gingen weiter, aber nur zwei, drei Tage lang. Dann war die zweite oder dritte Vorstellung, das weiß ich nicht mehr genau, ist er nochmal hineingegangen und saß in der Direktionsloge. Und da gab es, wie auch schon bei der Premiere, antisemitische Störungen der Vorstellung. Und es riss auch jemand die Tür von der Direktionsloge auf und hat ihn bedroht. Dem Canetti. Wir haben damals beschlossen, und der Reinhard Urbach hat das geklärt, dass wir nicht diesen Leuten da noch eine große Publizität verschaffen, sondern wir haben das totgeschwiegen, dass das passiert ist. Und es ist auch gelungen,
dem Reinhard Urbach gelungen, den Canetti ruhig zu stellen, damit wir nicht einen Skandal haben, was ja früher wurde das ja produziert, wir waren dagegen, weil es die Leute in die Publizität bringt. Aber der Canetti hat danach verkündet, Wien betritt er nie wieder. Und jetzt gab es aber die Situation, dass dem Zilk irgendwann einfiel, den Canetti zum Ehrenbürger zu machen. Und da kam dann, ich war ja in Zürich schon der Direktor dort, und dann kam der Reinhard Urbach mit dem Sonderauftrag der Stadt, den Canetti zu überreden, doch wenigstens die Ehrenbürgerschaft anzunehmen. Man muss ja nicht umziehen, aber die Ehrenbürgerschaft. Und das ist ja auch fast gelungen, aber es kam dann etwas dazwischen, das die Sache sehr schwierig gemacht hat. Der Zilk hat die etwas robuste Überzeugung gehabt, dass es bei der Gelegenheit auch günstig wäre, den Fritz Hochwälder zum Ehrenbürger zu machen. Und das hat die Eitelkeit des Canetti natürlich schwerstens beschädigt, weil er den nicht besonders geschätzt hat. Und jetzt waren wir auch bald dann zusammen in der Klosbachstraße in Zürich und waren ein gutes Publikum, weil der Canetti hat uns mit kuriosesten Szenen unterhalten, die er vorgespielt hat, also die Tagung des Pour-le-Mérite-Ordens und was weiß ich was, und war dann, also dank ihm, also soweit in den sauren Apfel zu beißen, zusammen mit Hochwälder die Ehrenbürgerschaft zu bekommen. Aber er ist natürlich in Zürich geblieben und er war, ich habe das ja schon einmal gesagt, er war also ein von dem interessanten, schönen Dreieck, das, wo das Schauspielhaus an der Spitze lag, war die Klosbachstraße, wo der Canetti wohnte. Ein Stück weiter war die Speicherstraße, da war der Daniel Kehl. Und in die andere Richtung von dem Dreieck wohnte der Max Frisch. Und man war dort ein gern gesehener Gast. Auch das Canetti setzte sich ja fort und das wird ja unterschiedlich interpretiert bis eben zur Aufführung des Oger von der Weser Canetti. Also ich hatte den Eindruck, dass er darüber sehr glücklich war. Er kam auch immer wieder, er war im Büro und es hat ihn unglaublich beschäftigt. Also dass der Traum von ihr, dass das Stück aufgeführt wird, erfüllt wird. Das wird unterschiedlich interpretiert, ich weiß das, aber wir hatten den Eindruck, ich hatte den Eindruck, dass das für ihn wirklich sehr wichtig war. Und das waren sehr gute Kontakte und waren eben alles Folgen der Gesellschaft, der Kontakte zur Gesellschaft für Literatur. Und das ging bis zum Schluss, und ich bin nicht so eitel, das vorzulesen, aber er hat sich dafür dann auch enorm eingesetzt, dass ich dort bleibe. Ich bin ja dort weggegangen, weil die Zürcher einen Vertrag einfach nicht eingehalten haben. Er ist ja dann sehr bald gestorben und ja, ich war dann zum letzten Mal mit dem Wolfgang Gasser, durfte ich ja auch Thomas Bernhard inszenieren, das war ja hier verboten. Und der Wolfgang Gasser hat ja dort gespielt und wir waren dann zusammen am Grab und haben, er lag ja in unmittelbarer Nähe von James Joyce. Und das Grab war wohl noch nicht fertig, war ein Kreuz, stabiles Kreuz, und es lagen Steine drauf. Und wir haben dann zwei Steine dazugelegt. Mhm.
Also das war die eine Verbindung. Die andere Verbindung war der Mannes Sperber. Darf ich kurz vorher noch, bevor wir zum Sperber kommen, weil wir waren ja bei Canetti und Sie haben gesagt, Sie haben Canetti in Wien kennengelernt, hier in der Literaturgesellschaft. Und wir haben eine kleine Passage aus einem Auftritt Canettis. Er hat nämlich 1967 bei einer Veranstaltung der Literaturgesellschaft aus seinem Theaterstück Hochzeit gelesen. Und den Anfang würden wir jetzt gern spielen und dann noch ganz kurz darüber sprechen. Erstes Bild. Die Gilts, Hausbesitzerin, ihre Enkelin Toni, Lori ein Papagei. Eine freundlich gebückte weißhaarige Frau sitzt an einem altdeutschen Tisch und strickt. Ihre Stube hat Butzenscheiben. Eine Katze spielt mit dem Wollknäuel. Ein Papagei faucht. Herein läuft lustig ein junges Mädchen, blond gezopft, blauäugig, mit zärtlichen, weiblichen, etwas vollen Bewegungen. Toni. Großmutterle, Großmutterle. Die Gilts. Bist du es, Kind? Ja, ich bin so gelaufen. Auf der Stiegen steht ein Mann, der ist ganz besoffen. Er hat mich küssen wollen. Aber, Kind. Ich komme nichts dafür. Dem sein Mund hat aber eingeschmeckt. Ich bin nicht gleich vorgelaufen. Jetzt hast du dich doch nicht küssen lassen, Kind. Die Pussy spielt wieder mit der Wollen. Willst du wohl? Ksch, ksch. Lass die Katze in Ruhe. Geh, mag die nicht. Was hast du nur allerweil mit der Katz? Zache Viecherln sahen's. Sie im Leben haben's. Wir's fällt immer fallshaft fürs. Was mit der Wollen hat? Alleweil die Wollen. Stricken kannst du nicht. Jetzt bist du alt, Pussy. Lass die Katze in Ruhe. Jetzt geht's keine Pussy nicht, Pussy. Jetzt schaut ja jeder gleich weg. Wird dann ja übel, wenn man nur hinschaut. Großmutterle, wie fühlst du dich heute? Besser. Besser? Viel besser. Nur ein ganz kurzer Ausschnitt. Sie haben vorher gesagt, er habe gespielt im Privaten, habe Szenen vorgespielt. Man kann sich das sehr gut vorstellen, wenn man ihn lesen hört. Er muss ein sehr, wie nennt man das, einer, der sich auf der Bühne extrem wohlfühlt gewesen sein. Ja, das hat er uns geboten, also in ausführlichen Szenen. Aber er hatte auch die Eigenschaft beim Telefonieren. Wenn er angerufen wurde und nicht wusste, wer da am Telefon ist, hat er die Putzfrau gespielt. Und wenn er sagt, Herr Kinderker, eben mit solchen Stimmen, Herr Canetti ist leider nicht da. Und wenn man dann den Namen gesagt hat, ach so, Sie sind es. Ist er dann umgestiegen. Nicht? Also er war ein Springteufel und ein Komödiant auch. Was immer er sonst noch alles war, das maße ich mir nicht an. Ihr literarische und tiefgehende biografische Pseudo-Erkenntnisse zu verbreiten, sondern das ist völlig persönlich und der persönliche Eindruck ist für mich, das war ein guter Freund. Das kommt nicht überall gut an, wenn man das erzählt, aber das ist so gewesen. Ich habe das, glaube ich, schon erzählt, dass er eben in der Züricher, bei dem Züricher Besuch von Václav Havel war er auch. Und er war glücklich, der Havel hat ihn auch sehr geschätzt, er wusste, wer er ist, hat sich auch eingesetzt für die. Und er hielt aber den Dürrenmatt. Der Canetti den Dürrenmatt für einen Dummkopf. Das hat er auch wörtlich so gesagt. Jetzt kam der aber auch, weil der hatte die Rede für den Duttweiler-Preis dort gehalten in Zürich. Der kam also ein bisschen später. Und es gibt von diesem Treffen, weil da war ja auch der Goloman und was weiß ich, also unter Hochhut und was das Herz begehrte oder auch nicht. Die waren also dort. Und der Canetti ist auf x Fotos drauf. Und dann kam der Dürrenmatt. Gibt es auch viele Fotos,
wie der Dürrenmatt redet mit Tod und Teufel und, mit, und natürlich auch immer dem Havel. In Canetti war verschwunden, war weg, war nicht mehr da. Wir haben gedacht, ja, das ist ein alter Herr, der ist jetzt inzwischen nach Hause gegangen. Also. Und der Dürrenmatt war aber der ältere Herr in dem Sinne, der konnte dann irgendwann nicht mehr und ging relativ bald mit seiner Frau nach Haus. Kaum war, hatte der diese Kellerbühne verlassen, wups, war der Canetti wieder da. Für uns völlig unverständlich, wo der sich versteckt hat, weil so groß waren die Räumlichkeiten gar nicht. Ja? Da war er da und er blieb ganz lang und war einer der Letzten, die gegangen sind. Ja? Also das war etwas seltsam alles. Also, und auch sein Streichen von Menschen, die er aus irgendwelchen Gründen nicht mochte, da hat er sich ja nicht mit auseinandergesetzt, sondern die gab es nicht. Also ich habe Ihnen gesagt, der Ernst Fischer, den ich bei der Dorothea Neff kennenlernte, und der Ernst Fischer war ja mit seiner Frau in der Ferdinandstraße im 2. Bezirk vom Canetti untergebracht worden und versteckt worden. Das war ja, der war ja gefährdet. Und es gab eine gute Beziehung zwischen den beiden. Dann hat aber der Fischer den Fehler gemacht, ein Buch vom Canetti nicht positiv zu besprechen. Daraufhin kommt der Fischer in den Memoiren vom Canetti nicht vor. Ist einfach gestrichen. Er setzt sich nicht damit auseinander, sondern sagt, den gibt es nicht. Der war nicht nett zu mir, der ist weg vom Fenster. Also es gab diese kaum komischen Springteufel-Elemente bei ihm. Zweifellos, ich war nicht davon betroffen, ganz subjektiv gesagt. Ich habe sehr angenehme Gespräche gehabt, Besuche auch, er kam ja auch immer in die Direktion und war eine, für mich war das eine große Freude, eine wichtige Begegnung, die hier ihren Ursprung nahm und der ungefähr, wesentlich frühere enge Kontakt war eben mit dem Mannes Sperber, weil der mit dem Manfred Inger sehr befreundet war und der Mannes Sperber war ja ganz früh schon hier und sehr, sehr oft in der Gesellschaft für Literatur, ich glaube fast am meisten, ich weiß es nicht, in einer gewissen Zeit. Er war jedes Jahr da und wir trafen uns, wir haben ihn in Paris besucht und das war eine enge Beziehung. Es kam nie zu einer Theater, er hat ja ein Sophokles-Hörspiel geschrieben, das wollte er dramatisieren, also als Theaterstück, es ist aber nie dazu gekommen, aber er hat bei uns Matineen zur Reden gemacht und es gibt eben eine schöne Geschichte, wo er zusammen mit der Angelika Horwitz, die ja die erste Frau war, die am Burgtheater engagiert war, da waren wir eben nach einer Veranstaltung vom Sperber beim Heurigen und die saßen nebeneinander und die erzählte von ihrer Zeit in der Nazizeit und der Sperber, da die eben vorwiegend vom Theater redete, die hat ja im Erzgebirge überlebt, schwarz, obwohl sie nicht Theater spielen durfte, weil sie Jüdin war. Und der Sperber hat dann sehr berührend über seinen Bruder Milo gesprochen, der ja ein ähnliches Schicksal hatte. Der war ja am Rainer-Seminar und das war sehr berührend und es war eben auch ein Erlebnis. Er hat ja dann hier, er war ja hier, auch der Milo Sperber. Also mit dem Sperber habe ich einfach auch durch den Manfred Inger, ja, da hatten wir eine Freundschaft.
auch noch mit der Jenka Sperber. Und wenn wir dann in Paris waren, sind wir auch zu seinem Grab gegangen und das hat sich fortgesetzt. Also, und wir waren auch in Sablatov, wo die Gesellschaft für Literatur ein Denkmal für den Sperber errichtet hatte und für uns es betrüblich war, dass kein Mensch wusste dort, wer das ist. Es stand dort eigentlich an der Hauptstraße des jetzigen, das ist ja, der Ort ist ja ausradiert worden, das ist ja, den kann man nicht mehr sehen, den Sperberort Sablotow, aber das Denkmal steht dort und das ist betrüblich, im Gegensatz zum Canetti, der ist ja Ruse, da habe ich auch mal die Ehre gehabt, über den Canetti zu reden, der ist ja präsent in irgendeiner Form, ist der Sperber natürlich dort nicht präsent. Und das hat mich sehr betrübt, dass ich ahnungslos hier bei Ihnen vor ein paar Wochen war, wo die Sperbergesellschaft hier gesprochen hat, ich erfahren habe, was ich nicht wusste, dass es kein Buch mehr gibt von Sperber im Buchhandel, nur antiquarisch. Das ist weg vom Fenster. Das ist mir völlig unverständlich. Und kann ich nur meinen Buchhändler zitieren, der immer sagt, warten Sie auf den nächsten runden Geburtstag oder Todestag. Das ist heute die Orientierung der Verlage. Nicht Inhalte, nicht Personen, nicht irgendwelche wichtigen philosophischen, politischen oder sonstigen Erkenntnisse, sondern einfach Todestage, möglichst rund oder Geburtstage, dann gibt es wieder ein Buch. Vorher gibt es keins. Das fand ich, was den Sperber betrifft, unglaublich traurig. Also das war eigentlich so traurig wie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, wo man ja noch mit ihm gerechnet hat. Ich war dort eingeladen und dann kam er nicht mehr. Er ist kurz danach gestorben. Ja, das waren also ich würde sagen, auch ganz unaufwendig gesagt, Freundschaften, die ich der Gesellschaft für Literatur verdanke. Sie haben das Buch mitgebracht. Wollten Sie eine Stelle daraus lesen? Naja, das habe ich jetzt so gesagt. Okay. Das war eine Stelle, wo es darum ging, dass der Kraus uns ja auch sehr unterstützt hat in Kampagnen der Kronen. Ich meine, die Kronenzeitung hatte immerhin, das hatte ich da, weil man das ja heute alles gar nicht mehr glaubt. Nicht? Also da war die Kronenzeitung. Aber, und so braucht es auch einige Zeit, bis wir die unbeschreiblichen Hetzkampagnen und Verleumdungen der Kronenzeitung als Auszeichnung begreifen konnten. Wir wurden in bestellten Leserbriefen zum Beispiel als Hirntrotteln bezeichnet und teilten solche Schmach zum Beispiel mit Elias Canetti, dessen anti-österreichische Komödie der Eitelkeit wir zu spielen gewagt hatten, die so wie der Autor und die Direktion im besagten Blatt als Scheißdreck qualifiziert wurde. Selbst die Programmhefte wurden nicht verschont und als Anlage der Pravda oder als ultralinke Hassergüsse bezeichnet. Also das setzte sich dann fort, aber das will ich jetzt hier nicht, das führt zu weit. Aber da kam der Canetti, war bei der Kronenzeitung und auch bei einer sehr bürgerlichen Zeitung, haben die gesagt, der Bulgare hat ja keine Ahnung, ich vereinfache das jetzt, von Wien und schreibt hier über Wien solche Stücke. Das ist ja unglaublich. Er ist ein bulgarischer Schriftsteller und maßt sich an hier über Wien. Dann kriegte der Canetti relativ kurz danach den Nobelpreis.
stand in derselben Zeitung, der österreichische Autor, unser Elias Canetti. Also diese sprunghaften Veränderungen haben wir, die für Wien offenbar ja sehr typisch sind, die haben wir auch im Zusammenhang mit Autoren der Gesellschaftsliteratur. Der dritte auf diesem Bild, Václav Havel, den haben Sie 1965 hier kennengelernt. Na, kennengelernt nicht. Havel war einer von den vielen Osteuropäern, Havel war damals, das war erst später. Das fand erst später statt und das war eine komplexe Geschichte. Da hat wiederum der Kollege vom Rheinland, also der Rudolf Weiß, der Sohn von dem Kabarettisten Rudolf Weiß, war ja auch in der Dramaturgie, zusammen mit dem Riese, dem Journalisten von der Frankfurter Allgemeinen, die da sehr enge Verbindungen hatten zu Prag. Denn der Rupi hat ja studiert in Warschau und in Boston und überall, immer zu, der hat dauernd studiert, den hat mir mühsam dann irgendwie zu einem Beruf gezwungen. Und so kam die Verbindung zustande und die wurde dann also kontinuierlich, weil Habe war ja unser Hausautor und er hat ja auch das Burgtheater sein Muttertheater nach slawischer Sprechweise genannt. Und diese Freundschaft blieb eben bis hin zu diesem Besuch in Zürich und später dann auch nochmal eine ganz groteske Sache, auch eine mittlere Filmgeschichte. Ich war dann von dem Ringier Verlag in Zürich eingeladen mit einem Sonderflug nach Prag, ein Prag-Besuch und Havel. Und ich habe gesagt, und ich sollte einen Vortrag halten auf dem Ratschin über den Havel. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Also ich bin eitel, aber das geht zu weit. Also sowas mache ich nicht. Auf dem Rand. Also, und dann habe ich gesagt, dann nimmst du der Wichtige für den Havel ist international der Klaus Junker, ja, vom Rowohlt Verlag. Da haben sie den auch eingeladen. Also kurz und gut, wir sind mit dem Sonderflugzeug, da waren die Schweizer Hochnoblesse, auch die politische Politiker, also was das Herz begehrt oder nicht begehrt, das flog da mit. Und der Havel war aber verschwunden. Und wir waren nur eingeladen, weil die geglaubt haben, wir können das Tor öffnen. Was wir nämlich vorher nicht mitgekriegt haben in unserer Beschränktheit, war, dieser Flug fand statt zur Eröffnung, zum Start der Blesk, der Bildzeitung oder Kronenzeitung oder wie man das nennen will, also der Tscheche, für Tschechien. Und da wollten die den Havel dabei haben. Deshalb haben die geglaubt, weil der sich erst geziert hat, wenn wir da mitkommen, wir kriegen den schon rum. Das war dann aber so, der Havel hat gesagt, er nimmt an solchen Gründungen von Boulevardzeitungen, dafür ist er nicht zuständig. Also das ist in Österreich undenkbar, so ein Verhalten, aber damals ging das. Und dann haben der Klaus Junker und ich wirklich wie in einem schlechten Geheimdienstfilm eine Nachricht gehabt. Wir sollten am nächsten Tag von dem Hotel, wo die Schweizer alle waren, um, weiß ich nicht mehr, irgendeine bestimmte Uhrzeit, vor dem Hotelausgang stehen. Es kommt ein Auto und holt uns ab. Es kam ein Auto, wir fuhren nach Lani, das ist der Sommersitz der tschechischen Präsidenten. Und der Havel war dort.
Und wir hatten also den Auftrag, den Besuch zu verschweigen, was uns dann zu ständigen peinlichen Lügen geführt hat. Weil wir wissen, was haben die gestern gemacht? Und wir haben so spazieren, also geschwindelt. Und wir waren dort beim Havel und auch da hat er sich erwiesen als Schwägfigur. Er hat gesagt, noch hat sich was geändert? Nichts hat sich geändert. Wieder steht die Polizei vor der Tür, weil er war ja als Präsident bewacht. Und als wir ihn in Prag gesehen haben, die haben ja nicht sich irgendwo versteckt, die saßen auf Stühlen vor der Wohnungstür und gingen manchmal aufs Klo oder irgendwo hin und waren sie eine Weile nicht da. Und dann kam die Olga runter in die Baracke an der Moldau, wo man saß. Da saßen die Dissidenten, da war so laut ständig Musik, dass die mit dem Abhören nicht zurande kamen. Also das war ein Riesenkrach. Man hatte auch Schwierigkeiten, sich zu verstehen. Dann kam die Olga runter und sagte, die sind weg, in die Wohnung rauf. Und da war auch eine Schwäggeschichte, weil der Havel hat uns gleich über seinen Schreibtisch ein Loch gezeigt. Da hat er ein Mikrofon rausgepult gehabt. Das hat er festgestellt, dass ich abgehört werde, hat das rausgepult und ist mit dem ausgepulten Mikrofon auf die nächste Polizeiwache gegangen und hat mit dem den Innenminister angezeigt. Hat gesagt, das kann nur, wer macht sowas? Das ist die haben nicht gewusst, was sie machen sollten. Weil ja. Also kurz und gut, da war dann keine Abhörgeschichte mehr offenbar. Da konnte man relativ frei reden in seinem Wohnbereich. Es war eine riesen Wohnung und sein Bruder hatte den angrenzenden Bereich von der Wohnung und der war in der Uni rausgeflogen, aus politischen Gründen, und hat jetzt, wie sagt man, also Informatik unterrichtet. Ja, und da war ein Mikrofon, das haben sie absichtlich gelassen, um immer beweisen zu können, dass sie dort nicht gegen die Regierung kämpfen, sondern Informatik studieren. Also war das der Bereich, wo da war das Abhören eine gewisse Absicherung für den Bruder. Also, und die ganze Geschichte war, wir hatten ja eine, ich konnte zunächst nicht fahren, weil ich ja als Kriegshetzer auf der Route Bravo auf der ersten Seite als Kriegshetzer stand, weil wir uns um diese Leute gekümmert haben. Und dann erst ziemlich spät haben wir ein Visum zustande gebracht mit der Begründung, dass ich weiß nicht mal mehr, wer das inszeniert hat, mit dem Conny Schröckendorfer rübergefahren, weil wir eine Aufführung im Smetana Theater Mephisto als Vorgabe angeschaut haben in der Begründung für das Visum. Und weil wir überlegt haben, mit dem Regisseur zu arbeiten in Wien. Der war in Ordnung für die. Und dann haben wir noch den Fiaker, den auch, da wussten wir auch, der ist auch regimekonform. Den wollten wir eben auch besuchen. Also waren das zwei Ziele, mit denen der Staat einverstanden war. Und dann haben wir dort gewohnt am Wenzelsplatz, wie sich das gehört. Aber wir sind doch in die Oper gegangen, das wusste man. Aber dann sind wir in die U-Bahn gestiegen, das war auch richtig, auch wie im Kino organisiert. Und dann sind wir zum Havel gefahren und wir haben an sich die ganze Zeit den Havel, mit dem Havel geredet. Und dem Bruce, der übersetzt hat, der auch später seine Stücke übersetzt hatte. Und dann hat der Havel uns oben aus seiner Wohnung gesagt, wir müssen jetzt zum Fiaker gehen. Da hat der Havel gesagt, er bringt uns dahin. Wir haben uns da nichts dabei gedacht. Der hatte aber Theaterverbot. Der durfte nicht ins Theater, aber in dem Theatergelände gibt es einen Vorraum. Das ist
Casino, eine Kneipe, kann man Bier trinken. Da hat er uns reingebracht. Ja. Und dann kam einer aus der verschwiegenen Tür und sagte, hat uns gesehen mit dem Havel natürlich und sagte dann zu uns in der Pause, bitte vor der Tür stehen, ich bringe Sie dann zum Fiaker. Der Havel hat gesagt, der kommt nie mehr aus der Tür. Ich sage, wieso? Die haben dann gesehen, dass ihr mit mir hier seid. Das tut sich der Herr Fiaker nicht an. Es kam auch nie jemand da raus. Wir waren gebrandmarkt, weil wir mit dem Havel ein Bier getrunken hatten. Dort. Da haben sie, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die haben mit dem Havel Bier getrunken. Ja. Das sind lauter so Geschichten, die vielleicht unwichtig sind, aber persönlich waren sie halt doch bemerkenswerte Erlebnisse. Sie waren ja mit sehr vielen, sehr zentralen Figuren sehr eng verbunden in der Literaturgesellschaft, aber auch mit einem ganz zentralen Ereignis. Wir haben heute schon einige dieser Grundnarrative kurz angesprochen. Ursula Ebler hat es vorher schon gesagt, das ist eben diese Lesung von Max Brod, das ist das Matratzenlager in der Literaturgesellschaft. Das sind so ein paar Dinge, die wir immer wieder erzählen und wahrscheinlich schon allen Menschen auf die Nerven gehen damit. Eine dritte Geschichte, die wir immer wieder erzählen, hat mit dem Herrn, der da hinten an der Wand hängt, zu tun, nämlich W.H. Auden, der 1973, also ich verlasse die Zeitleiste schon wieder ein bisschen, bei einer Veranstaltung der Literaturgesellschaft im Palais Palfi gelesen hat und danach im Hotel gestorben ist. Also das ist wirklich so eine ganz einschneidende Geschichte. Und was den Achim Benning damit verbindet, ist, dass Sie der waren, der damals die deutsche Lesung gemacht hat an diesem Abend. Aber ich glaube, gekannt haben Sie ihn nicht wirklich. Ich war schuld an seinem Tod. Ja. Nein, der war, wir haben das, es gibt aber auch Fotos von dem, von der Vorbereitung. Das hat die Barbara Pflaum hat das fotografiert. Da gibt es Fotos von vom Orden und von mir, wie wir das vorbesprochen haben. Und dann, ich war entsetzt, das hörte ich ja am nächsten Tag erst, dass er da in einer Pension, bei Moulin Rouge, vor Moulin Rouge. Ja, genau, in der Walfischgasse, glaube ich, ja. Nach der Lesung gestorben ist. Von dieser Lesung gibt es eine Aufnahme und da kommen jetzt zwei kurze Beispiele zum Abschluss. Das erste ist ein Gedicht von W.H. Auden, gelesen von Achim Benning, 1973. Und ja, fangen wir mal damit an. Lied, Deutsch von Ernst Jandl. Warm sind die stillen und frohen Meilen, die weißen Küsten streckt Verlangen. Aufleuchten des Erkennens füllt den ganzen großen Tag und hell die kleine Welt verliebter Arme. Stille dringt ein, es atmet Wald, wo schläfrig Glieder Schätze hüten. Jetzt rührt erfahrener Schatten grün schlafende Augenbrauen an, bis ihr Geheimnis lächeln muss. Ganz neu, ganz nah. Heim als Erschaffene trägt Schiffbruchs Meer die lang Verschollenen. Seht her, im Feuer des Preisens brennt das dürre, stumme Einst. Wir sind Tag unseres Lebens untrennbar. Und zum Abschluss dieser Lesung 1973 hat dann W.H. Auden selber auch noch kurz gelesen und auch da haben wir ein kurzes Beispiel daraus und das ist das letzte Gedicht, das er an diesem Abend gelesen hat mit seiner Einleitung. Die Ines Scholz ist eh am Lautstärkeregel, aber es gibt da davor und danach Applaus, darum kann es sein, dass es jetzt ein bisschen laut ist am Anfang. Wir probieren es mal. Moment. Thank you.
finished with two Clary Hughes. Clary Hugh is a form was invented at the beginning of the century by Clary Hugh Bentley, and it consists of four lines, rhymed AA, BB, but the first line must end with a proper name. So here too. The Geheimrat in Goethe made him all the curter with Leute who were leery of his colour theory. When the young Count was told to kiss his aunt, he obeyed the categorical must, but only just. Vielen Dank, Achim Benning. Ja, das machen wir. Lassen Sie, das machen wir. So, bitte lassen Sie, wir machen das schon dann. So, geht's. Ja, es gibt einen ganz kurzen Umbau, sprich wir... Ja, eigentlich war vorgesehen, dass ein anderes Wir da jetzt die Tische reinigt. Vielen Dank. Gut, und dann wird Ursula Ebel und Barbara Frischmuth fortsetzen. Okay. Ich glaube, das brauche ich jetzt gleich einmal. Schönen guten Abend nochmal von meiner Seite und ich darf ganz herzlich begrüßen Barbara Frischmuth. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen zu diesem 60. Jubiläum. Barbara Frischmuth war 24 Mal, mit Ausnahme von, also nicht mal heute mitgezählt, bereits hier zu Gast in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, eine wahre Kennerin des Hauses und erstmals 1968. Damals hat Otto Breicher den Abend moderiert, den Abend gestaltet und er meinte damals schon 1968, dass man Barbara Frischmuth eigentlich gar nicht mehr vorstellen braucht oder Schwierigkeiten hat, sie vorzustellen, weil sie so viele unterschiedliche Dinge tut. Und in diesen Reigen kann ich ein bisschen einfallen und sie jetzt auch vorstellen, auch wenn das gar nicht noch viel weniger notwendig natürlich mittlerweile ist. Sie wurde in Altossee geboren. Sie hat 1960 bis 1961 ein Stipendium in der Türkei absolviert, war also nicht in Österreich und in ihrer Abwesenheit wurde sie aber zum Gründungsmitglied des Forum Stadtparks ernannt, wo sie unmittelbar nach ihrer Rückkehr eigene Texte präsentierte. Seit 1964 lebte Barbara Frischmuth dann in Wien und seit 1966 ist sie als freie Schriftstellerin tätig und als Übersetzerin und zwar aus dem Ungarischen und aus dem Türkischen. Und 1968 nahm dann mit der Klosterschule, hier haben wir die erste Ausgabe dieses mittlerweile in sehr vielen Ausgaben erschienenen Buchs, nahm eben ihr literarisches Schaffen seinen Anfang. Und dieses Schaffen ist ein sehr breites Schaffen. Es sind Romane erschienen, Erzählungen, Lyrik, Dramen, Hörspiele, sowie Bücher für Kinder und Jugendliche. Zudem hat Barbara Frischmuth zahlreiche Preise erhalten. Ich nenne nur zwei, und zwar 1973 den Anton-Wildkanz-Preis und 1988 den Manuskripte-Preis. Vielleicht auch ganz spannend eben für das zeitliche Setting, in dem wir uns heute befinden, eben in den 60er und in den frühen 70er Jahren dann.
Und abschließend für dieses kurze Intro möchte ich noch die aktuellen Bücher, die zuletzt erschienen sind, erwähnen. Das ist der Roman Verschüttete Milch von 2019, dann der Erzählband Dein Schatten tanzt in meiner Küche von 2021 und auch von 2021 Natur und die Versuche, ihr mit Sprache beizukommen. Ein letztes Werk, auf das ich noch hinweisen möchte, weil es auch hier 2016 vorgestellt wurde, ist ein Band über Barbara Frischmuth und zwar herausgegeben von Anna Babka und Peter Klar. Und zwar Im Liegen ist der Horizont immer so weit weg, Grenzüberschreitungen in Barbara Frischmuths Werk. Und 2016 war es eben auch zuletzt hier im Zuge dieser Buchpräsentation. Und nun springen wir vielleicht zurück von 2016 nach 1968. Wie haben Sie diese Lesung in Erinnerung? Haben Sie sie in Erinnerung? Sie hat ja auch hier in den Räumlichkeiten stattgefunden mit Otto Breicher. Ja, es war eine Lesung, meine erste hier. Und den Otto Breicher kannte ich schon vorher und ja, ich hatte mich so in den 68 herum, war ich dann wirklich in Wien, weil es hatte eine Zeit lang gedauert, sich hier auch in den literarischen Kreisen zu bewegen. Ich kannte natürlich die meisten, weil der Gerhard Röhm oder der Ossi Wiener und vor allem der H.C. Artmann ja sehr oft vor dem Stadtpark waren, also gelesen und überhaupt, also oft in Graz waren. Es wurden auch Filme gemacht von Ferry Radax, nicht über die ganze, eben über die Leute aus den, ja, die Grazer Gruppe ist ja eine Erfindung, nicht? Die ist erst viel später dann plötzlich in den Manuskripten gestanden und wir haben alle gestaunt, dass wir zur Grazer Gruppe gehören, nicht? Aber auch Ernst Jandl und die Fritzi Mayröcker waren sehr oft in Graz. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die jeweiligen Öffnungstage von Forum Stadtpark, die immer im September stattgefunden hatten und ich war da ja eben in Ungarn längere Zeit auch, nicht, und habe aber immer geschaut, dass ich also in Graz bin, wenn wieder mal eine Eröffnung ist, und ich kann mich eben sehr gut erinnern, als der Ernst Jandl hatte damals zuerst auch als erster auch über in diesen Manuskripten publiziert und die Feste dort waren halt auch echte Feste, nicht? Und da gab es noch kein Handy und er hat dann vom Bahnhof noch einmal angerufen. Also der Freddy Kollerich soll ja nicht vergessen, dass die Fritzi Mayröcker eben eine tolle Dichterin ist, nicht? Und ja, und aber die Atmosphäre in Graz war eine andere als die hier. Und ich muss auch sagen, dass ich mich in Graz immer als dazugehörig und vor allem, dass ich eine Frau war, naja, das hat man akzeptiert, aber das war nicht irgendwie so, dass man da diskriminiert worden wäre oder irgendwie deswegen schlechter beurteilt worden wäre. Als ich dann in Wien war und diese ganzen Gruppen erlebt habe, hatte ich den Eindruck, dass in diesen Gruppen der Patriotismus noch immer heftiger war als in Graz. Aber ja, ich habe mich auch hier eingelebt, bin aber dann Ende der 60er Jahre habe ich mich von all dem gelöst, weil ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt nicht mehr ertragen, dass mir Kollegen oder was immer sagen, wie ich schreiben soll und was ich schreiben soll und vor allem, was zur Zeit nicht sein darf und wie avantgardistisch also man zu sein habe und so weiter. Und ich habe mir das jahrelang angehört und irgendwann habe ich gefunden, das geht nicht mehr und habe mich für 8 Jahre in ein Gestüt, in Oberweiden im Machfeld begeben mit einem Mann, den ich dann auch geheiratet habe, habe Pferde trainiert, habe also ja, alles Mögliche gemacht,
aber vor allem geschrieben. Und dort hat natürlich kein Mensch mich da irgendwie belehren wollen, nicht? Ich war die Kleine vom Chef, nicht? Und habe so im Training mitgeholfen und das war's. Und ich konnte machen, was ich wollte. Und das war eine sehr wichtige Phase für mich. Also Sie wollten sich auch ein bisschen dem Literaturbetrieb entziehen? Ein bisschen schon, ja, weil es waren damals so viele Theorien auch unterwegs, nicht? Und eben Theorien, die einem vorgeben wollten, was man und wie man zu schreiben habe oder was halt nicht mehr geht, nicht? Und dann kamen natürlich auch noch so richtige Machos aus der Branche, nicht? Die dann immer sagen, also wenn man nicht der Beste ist, dann soll man es überhaupt gleich lassen. Und ja, ich habe mich dann natürlich schon mit vielen auch angefreundet. Ich war mit Prischnitz sehr befreundet und ich war mit allen möglichen anderen auch befreundet. Aber ich bin dann einfach für 8 Jahre verschwunden. Also nicht verschwunden, ich bin immer wieder mal nach Wien gekommen. Aber es war ganz wichtig, mich selbst zu entwickeln und selbst für mich einen Weg zu finden und nicht einen und schon gar nicht von Männern vorgegebenen, also literarischen Weg. Canetti wurde schon oft gesprochen heute, ich habe ihn auch gekannt, er war immer sehr, sehr nett zu mir, hat mich zum Essen eingeladen und ich war fasziniert von seiner Literatur und auch von ihm als Person. Jetzt hatten Sie kurz skizziert, auch das Setting, wie das in Graz war, diese Eröffnungen im September und so weiter, die Feste. Und wir hatten ja eingangs so die These aufgestellt, dass so die 60er Jahre auch jetzt für die Literaturgesellschaft hier so die goldenen und die besonderen Jahre waren oder eben herausragend waren. Könnte man, also ist es aus Grazer Sicht in gewisser Weise auch so gesehen worden? Ist über die Literaturgesellschaft in dieser Art gesprochen worden? Ist sie kritisch beäugt worden oder war sie gar nicht so ein Thema? Es war so, dass man auf jeden Fall diese Chance wahrgenommen hat, hier herzukommen und Leute kennenzulernen. Das war ja auch die Aufgabe und der Wunsch vom Stadtpark, nicht? Man hat Leute eingeladen von woanders, aus anderen Ländern. Also man konnte einfach seinen eigenen Horizont auch erweitern. Und ich war eben, wie Sie ja gesagt haben, ziemlich oft hier. Und auch am Anfang nur als Zuhörerin und später dann auch als Lesende. Und das war natürlich schon wichtig, dass es das alles gab. Nicht? Also sowohl die Gesellschaft für Literatur, aber auch die Grazer waren wichtig und dann kam auch noch die Alte Schmiede dazu. Also ich glaube, das sind drei Institutionen und wahrscheinlich auch noch das Literaturhaus, die einfach einem die Chance gegeben haben, sich vorzustellen und vor allem auch zu lesen. Und das Lesen, davon haben wir ja auch gelebt, das ist ein Aspekt, der nie behandelt wird, nicht? Aber wir haben damals gelebt, erstens von den Aufträgen, die wir hatten zu Hörspielen. Und um diese Art von Kultur tut es mir heute leid, weil auch ich nicht mehr dazu komme. Ja, hin und wieder höre ich noch was. Aber das war damals für uns wie ein Lebenselixier. Wir wurden gebeten, Hörspiele zu schreiben. Wir haben das gemacht. Die waren zum Teil also auch sehr gut, vor allem die Jandl, Mayröcker. Also wir haben alle, und damit hat man auch ein bisschen was verdient. Und mir hat diese Art von Schreiben sowieso sehr gefallen, weil das war so ein Theater in meinem Kopf, weil mit dem echten Theater bin ich nicht zu Rande gekommen. Nicht? Ich habe ja auch Stücke geschrieben, aber ich konnte einfach nicht mehr umsteigen und mich da in ein Theatermilieu hinein zu manövrieren. Ich meine, ja, es sind ein paar ist auch im Volkstheater was aufgeführt worden und so, aber irgendwo habe ich dann gemerkt, das ist nicht meins. Und Hörspiele waren was Wunderbares, weil das war Theater im Kopf, wo man selber Regie führen konnte. Und aber wie gesagt, diese drei Institutionen oder vier sind es ja in Wirklichkeit,
waren schon sehr wichtig und sind es, glaube ich, auch heute noch. Sie meinten gerade, dass das damals vor allem ganz wichtig war, auch eben dieser Aspekt der Honorare, dass das eben natürlich ein Elixier war. Ja, das war ja auch, das Lesen war ja etwas, was uns am Leben gehalten hat, nicht? Man darf ja nicht vergessen, dass, das sage ich heute sehr oft, jungen Autorinnen und Autoren, nicht? Meine Klosterschule ist 1968 in 3000 Stück Auflage erschienen und es hat 10 Jahre gedauert, bis die 3000 Stück verkauft waren. Als dann die nächste Version, also dann bei Residenz erschienen ist, da waren es dann plötzlich schon 12.000. Aber das hat nicht, wir haben alle nicht viel Geld verdient, nicht? Und heute ist es eher so, habe ich manchmal den Eindruck, dass wenn man in der FAZ eine tolle Rezension hatte, dass man schon glaubt, jetzt hat man es geschafft. Nein, also das ist ein ewiges Hin und Her und vor allem man muss wirklich auch viel in Kauf nehmen, damit man überlebt, wenn man keinen Brotjob hat. Und ich sage es immer den jüngeren Kolleginnen und so, also es ist ein Ritt über den Bodensee, weil viele müssen dann doch in irgendwelche Berufe gehen oder sie müssen ständig warten, ob sie ein Stipendium bekommen oder irgendwas, nicht? Also ich will sagen, es ist kein leichtes Leben, das man damit hat und eben Institutionen wie diese helfen ja eher, dass man auch da ein bisschen was zu sich nehmen kann. Jetzt sind wir schon in eine Richtung gekommen, in die ich auch eine Frage stellen wollte. Und zwar, Sie kennen eben den Literaturbetrieb natürlich sehr, sehr gut und sehr, sehr lange. Könnten Sie so festmachen, einige größere Veränderungen, die es Ihrer Meinung nach gibt im Literaturbetrieb, jetzt im Vergleich zum heutigen, im Vergleich zu dem eben in Mitte der und späten 60er Jahre, man würde denken, dass es vielleicht damals viel aufregender war und mittlerweile ist es ein bisschen langweiliger vielleicht und alles professioneller und glatter wäre jetzt so mal eine These, was man vielleicht mal wo liest, aber natürlich... Naja, also Sie was ich dazu sagen würde, ist, dass es früher oder natürlich nachdem diese neue Literatur, und die war wirklich neu verglichen mit all dem, was ja auch noch immer Nazi-Schriftsteller schreiben durften und was noch immer verkauft wurde, nicht? Das hat ja dann erst in den Ende der 50er Jahre angefangen, sich zu verändern. Und in dieser Phase, wo ich angefangen habe, da sind die Menschen gekommen zu einer Lesung, weil sie den Autor noch nicht gekannt haben. Sie war neugieriger, nichts, es war auch nicht so viel da. Wenn ich denke, was wir an Büchern kaufen wollten und nicht konnten, weil wir das Geld nicht hatten und in den Bibliotheken nur ganz wenige Bücher waren, nicht? Das heißt, da musste man ein Jahr warten, bis man dann dieses Buch lesen konnte, weil es nur zwei Exemplare gab, eins im Englischen, was weiß ich, und das andere halt in der Uni. Universitätsbibliothek. Und heute hat man eher so das Gefühl, dass die Menschen dann kommen zu einer Lesung, wenn es Leute sind, die schon prominent sind, nicht? Also da hat sich wirklich einiges verändert und überhaupt das ganze Verlagswesen ist viel mehr auf Konsum ausgerichtet, finde ich. Ich meine, ich konnte das am besten auch beim Residenzverlag, wo ich ja auch lange war, da war es einfach so, dass man Dinge, die, von denen man dachte, dass sie gut sind, die hat man einfach gedruckt. Ja? Und das Ganze war wie in einem Pferderennstall, ich sage das, weil ich das wirklich kenne, wo man die paar, die wirklich Preise sich holen oder so, denen knapp's nicht, also mit dem Geld, das der Verlag damit verdient, hat er halt dann die unterstützt, die wirklich gut waren, aber die halt noch nicht so angekommen sind, nicht? Und heute habe ich das Gefühl, dass erstens ein bisschen zu viel gedruckt wird und zu viel produziert wird und wenn das nicht im ersten halben Jahr also einschlägt, ja, dann endet es meistens schon nach ein paar Monaten später, wird es geschreddert. Also die ökonomischen und die wirtschaftlichen Prozesse,
der Literatur sind viel härter geworden. Also so denke ich. Und wenn wir zu diesem Lesungsbetrieb, dem Veranstaltungsbetrieb zurückkommen, Sie haben eben auch gemeint, dass Sie einige Veranstaltungen als Besucherin in den 60er, 70er Jahren hier oder in Palipalfi besucht haben. Welche haben Sie da in Erinnerung und könnten Sie vielleicht so auch die Atmosphäre skizzieren? War die Atmosphäre ganz ähnlich, wie das heute, also mit Ausnahme von der Geschichte mit den Masken, der Fall ist? Oder war die Atmosphäre eine ganz andere, eine viel, ich weiß nicht, erhabenere oder steifere? Oder erhabener auf keinen Fall, aber man war mehr mit Literatur beschäftigt als mit dem Drumherum. Aber man musste, wie gesagt, von etwas leben. Ich kann mich gut erinnern, dass viele zu Lesungen gekommen sind, nicht nur, weil es sich interessiert hat, sondern weil es nachher ein kleines Buffet gegeben hat, wo man Wein trinken konnte und ein bisschen auch sonst was hatte. Also ich kann mich an das gut erinnern und es war aber immer interessant und wir sind alle immer gekommen, man konnte sich miteinander austauschen, man konnte also ohne in ein Wirtshaus gehen zu müssen, nicht, und da was zahlen müssen, also konnte man in Ruhe halt sitzen und reden und, ne, und dann ist man halt nur irgendwo hingegangen, wenn es möglich war. Mhm. Also es war schon irgendwie intimer und wenn ich heute so schaue, sehe ich kaum Kollegen oder Kolleginnen, nicht, die, oder auch Jüngere. Das war damals gang und gäbe, nicht? Dann hat ein Teil des Publikums waren Kollegen und Kolleginnen. Ich kann mich gut erinnern, zum Beispiel der Ernst und die Fritzi sind die ersten 20 Jahre zu jeder Lesung gekommen. Warum? Weil sie natürlich auch erwartet haben, dass man zu ihren Lesungen kommt und weil man sich nachher miteinander austauschen konnte und reden konnte und noch ein bisschen was trinken. Es war viel enger, nicht? Also natürlich gab es welche, die einander nicht mögen und so, nicht? Na, dann geht man halt in die andere Lesung. Aber irgendwie, finde ich, war es lebendiger. Mhm. Und auch dieses Bewusstsein über die Umformung der Literatur, nicht? Dass wirklich, also das muss ich schon sagen, und das haben wir auch alle geglaubt, dass wir es wirklich jetzt anders machen, nach dieser schrecklichen Zeit, wo uns so viel entzogen wurde, nicht? Wir haben ja jeder, zum Beispiel in Graz noch, es gab die Taschenbücher noch nicht. Und jeder von uns, nicht, hat irgendeinen Autor, der eine Autorin gehabt, für die er also besonders also affin war. Und dann hat man die Bücher gekauft und die sind in der Runde weitergegangen. Nicht? Ich kann mich erinnern, also ich war für die, na Gott, das Hirn wird löchrig mit den Jahren, aber Else Lasker-Schüler, nicht? Für die war ich zuständig. Der Kolleritsch war für den Ben zuständig, nicht? Der Falk war in Stuttgart für die ganz großen Avantgarden zuständig. Und wir haben Bücher gekauft und sie einander geborgt, nicht? Damit, weil keiner das Geld hatte, da wirklich, also sich das alles anzueignen. Und an der Uni war es ja auch so, Sie sind sicher schon alle furchtbar müde, aber eine kleine Anekdote muss ich da wirklich anschließen, weil ich habe ja in Graz zu studieren begonnen, eben aber im Dolmetschinstitut und dann war eben auch mit Englisch und Türkisch und erst später noch Ungarisch dazu genommen. Und dann war ein Professor aus Texas, ich werde ihn nie vergessen, er hieß Wigert und er war aus Texas und er hat immer gesagt, Portrait of a Lady. Und er hat Vorträge gehalten und der Raum war gerammelt voll und er hat über a Lady und so weiter gesprochen und Dings. Und dann hat er die Studenten immer aufgefordert und gesagt, ja, ob sie nicht irgendwas dazu sagen wollen. Und keiner hat sich gemeldet und er hatte Sprechstunden und als ich schon wusste, dass ich in die Türkei komme, bin ich zu ihm gegangen, nicht? Und er war ganz deprimiert und er hat gesagt, können Sie mir sagen, warum hier niemand von diesen jungen Leuten mich um etwas fragt oder mich... Und dann habe ich gesagt, lieber Herr Professor, ich weiß warum.
Es gibt nur zwei Ausgaben von dem Buch. Das eine ist an der Uni-Bibliothek und das andere ist in diesem britischen Leseraum. Nicht? Und wir sind aber fast 100 Studenten, die Ihnen zuhören. Also wir haben einfach das Buch noch nicht gelesen oder nicht lesen können. Und er ist und man hat gesehen, wie die Steine runterfallen. Und er hat gesagt, ich habe gedacht, ich bin schuld. Nicht? Und das war aber die Realität damals. Mhm. Apropos Urzeit, apropos anglophoner Raum. Ich hätte noch eine Frage zum anglophonen Raum. Und zwar, jetzt machen wir einen kleinen Schritt, nur einen ganz kleinen Schritt weg von den 60er Jahren in die frühen 70er Jahre. Wir haben eingangs schon darüber gesprochen bei der Vorbereitung. Sie haben ja auch eine Reise unternommen nach England mit einem Mitarbeiter der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, mit Reinhard Urbach. Und zwar waren Sie 71 an 7 Stationen durch England unterwegs. Eingangs hat, glaube ich, immer Reinhard Urbach einen kleinen Vortrag gehalten über die österreichische Literatur und insbesondere über Ihre Literatur, nehme ich an. Dann haben Sie auch gelesen. Wie haben Sie die Reise in Erinnerung? Gab es Reisen dieser Art Anfang der 70er Jahre öfter? Wir sind ja nicht nur nach England gefahren, wir sind nach Sarajevo gefahren, wir sind Zagreb waren wir auch und dann noch irgendwo, wo wir zu früh aus dem Zug ausgestiegen sind. Also, ja, und das war natürlich auch für mich eine tolle Geschichte, nicht? Also, dass man da so herumgereicht wird und vor allem, das war ja, weil plötzlich das Ministerium draufgekommen ist, dass es so etwas wie eine neue österreichische Literatur gibt. Und da hat sie uns dann herumgeschickt. Also nicht nur mich, natürlich auch der Bernhard war, glaube ich, in Italien. Und also wir wurden dann sozusagen herumgereicht, nicht? Also, und ja, war ja prima. Mhm. Wir würden langsam vielleicht zur Lesung kommen. Ja, ich glaube, es ist wirklich höchste Zeit. Werden aus der Klosterschule lesen. Aus dem Aber Buch, nur ganz kurz. Weil kurz, genau. Wirklich, aus dem Buch, aus dem Sie eben 1948 hier gelesen haben. Hier haben wir noch zwei Fotostrecken von dem Besuch damals 1968. Das eine Bild ist auf der Pavlatsche entstanden, also draußen, und die anderen hier im Nebenraum. Das kann man immer ganz gut hier anhand der Kamine erkennen, welcher Raum da gerade gefragt ist. Und ich würde Sie um die Lesung bitten aus der Klosterschule. Es handelt sich da um einen Text, den Sie bestimmt alle sehr gut kennen, um 14 Prosa-Texte, die in einem formalen und thematischen Zusammenhang stehen, die eine ganz spezifische sprachliche Situation verkörpern, und der thematische Hintergrund ist in dem Fall ein katholisches Mädcheninternat. 68 hat das eben Otto Breicher hier moderiert, und dank der österreichischen Mediathek konnten wir da auch kurz hineinhören, und Otto Breicher hat das eben damals in seiner Anmoderation als ein Jargon-Prosa-Buch bezeichnet, und Sie haben das damals auch, sozusagen diese Bezeichnung ganz gerne angenommen. Ich möchte eigentlich mich gerne jetzt schon sozusagen von Ihnen verabschieden, mich für Ihr Danken ganz herzlich, bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Ausdauer, weil eben natürlich jetzt die Lesung auch irgendwie den Abschluss für diese heutige Veranstaltung darstellen wird. Wie Manfred Müller eingangs schon erwähnt hat, wird es eine ganzen Reihe noch an weiteren Jubiläumsveranstaltungen geben. Das können Sie alle und alles unserem Programm dann entnehmen. Herzlichen Dank Ihnen, Achim Benning, fürs Kommen und natürlich auch Ihnen jetzt für die Lesung, Barbara Frischmuth. Ich lese jetzt einen kürzeren Text, weil das Buch kann man jederzeit selber lesen. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen warm geworden. Chimäre. Der 5. Dezember. Die Dunkelheit an die Scheiben gedrückt. So stelle ich mir eine Taucherglocke vor. Als hätte ich kreisrunde Augen und fleischige Bartfäden hinterm Glas zu erwarten. Dazu Schnee wie aus Betttüchern
Oblatenbrösel Goldfischfutter. Hinter dem weißen Schirm brennt Licht, wie ein gequollener Bauch liegt der Schatten auf meiner Decke. Der Geruch nach Kamillen und Essigwasser, ich habe mich daran gewöhnt. Man muss krank sein, solange es geht. Schwester Rosa steht hinter der spanischen Wand und wäscht sich die Hände. An der Tür klopft es. Da kommt Schwester Rosa hinter der spanischen Wand hervor und fragt, ob ich geklopft hätte. Ja, sage ich, und sie geht hinaus ins Behandlungszimmer, um Hälse auszupinseln oder Papiertaschentücher zu verkaufen. Ich fühle mich sicher. Die Kranken bleiben im Krankenzimmer, hat es geheißen. Dann erklingt die Glocke, die Präfektin läutet das Kloster zusammen. Sie werden alle gemeinsam in den Festsaal gehen und dort Aufstellung nehmen. In der Mitte bleibt ein schmaler Streifen Teppich frei, über den der Bischof und die Teufel zum Podium vorschreiten. Vielleicht würden die Teufel schon beim Einmarsch zu schlagen beginnen. Doch habe ich sagen hören, dass das nicht üblich ist. Der Bischof steigt auf das Podium und nimmt aus den Händen der Präfektin ein Buch entgegen. Die Teufel stellen sich hinter den Bischof und versuchen, ihm über die Achsel zu schauen, was sich der Bischof aber ausbittet. Dann wird jedes der Mädchen bei seinem Namen aufgerufen und muss zum Podium nach vorne gehen. Dort erfährt es, was ihm zur Last gelegt wird. Überwiegt das Gute, das über einen zu sagen ist, darf man sich auf die rechte Seite des Bischofs stellen. Lob und Geschenke bestehend aus Äpfeln und Bäckerei sind der Lohn. Steht Böses in dem Buch, muss man sich auf die linke Seite des Bischofs stellen. Wer nicht rasch genug wegläuft, wird mit der Rute geschlagen. Es soll vorgekommen sein, dass sich die Teufel auch an jenen vergreifen, die auf der rechten Seite stehen. Schwester Rosa ist wieder allein. Ich höre das Klirren der Arnika-Tiegel, die sie zurück in den Glasschrank stellt. Dann tritt sie auf die Pedale des Abfalleimers. Sie wirft die gebrauchten Wattetupfer hinein. Ich kenne die Handgriffe genau, mit denen sie den Tag beschließt. Sie räumt auf. Dann tritt Schwester Rosa wieder ins Krankenzimmer. Komm, sagt sie, wir gehen hinunter. Ich erkläre ihr, dass ich zu schwach bin, um zu gehen. Ich werde dich tragen, sagt sie. Da mucke ich auf. Du hast Angst, sagt sie, aber du darfst keine Angst haben. Sie nimmt meinen Schlafrock vom Haken und zwingt mich, ihn anzuziehen. Ich werde dich tragen, sagt sie noch einmal. Im Festsaal ist geheizt, da kannst du dich nicht erkälten. Dann hebt Schwester Rosa mich auf, sie ist sehr kräftig. Im Gang brennt kein Licht und sie läuft so schnell sie kann mit mir bis zum Stiegenhaus. Die Treppen musst du jetzt selbst hinuntergehen, befiehlt sie. Ich werde dich stützen, damit du nicht fällst. Im Gang, der zum Festsaal führt, hebt sie mich wieder auf. Je weiter wir kommen, desto deutlicher wird der Lärm. Als Schwester Rosa die Tür zum Festsaal öffnet, fahren die Teufel gerade mit den Ruten durch die Menge. Sie brüllen und klirren und schütteln sich dabei. Die als böse geltenden haben sich alle zum Eingang geflüchtet und greifen nun weinend und mit erhobenen Händen nach Schwester Rosa oder versuchen sich hinter ihrem Rücken zu verbergen. Sie würde sie gerne abschütteln, doch kann sie sich meinethalben nicht gut rühren. Da tut sich vor uns eine Gasse auf und ein Teufel mit vier Paar Hörnern und Zähnen, die bis zum Hals reichen, schießt auf uns zu. Ich weiß,
dass es nur Schein ist. Aber seine Ohren sind so groß wie Fäustlinge und zackig an den Enden. Bevor er nach mir fassen kann, schlagen meine Arme und Beine aus, stoßen an Schwester Rosas Brust, an ihren Bauch, an ihre Arme, an ihr Kinn. Wie im Krampf biegt sich mein Körper im rechten Winkel ab, schnellt vor und zurück und wieder vor in alle Richtungen. Ich schreie nicht, nur mein Mund steht offen, aber ich kann nicht atmen. Meine Arme und Beine schlagen weiter auf Schwester Rosa ein, ohne dass sie mich daran hindern kann. Sie hält mich fest, bohrt sich in mich, will meine Füße einfangen, mir die Arme an den Leib drücken, mich zusammenfalten wie ein Leintuch, bis ihre Kraft nachlässt und meine Hände ihr Gesicht zu treffen scheinen, während ich nur die scharfen Kanten der Schwesternhaube an meinen Fingern verspüre. Der Teufel reißt mich von ihr los, wie da alle zurückweichen, und wirft mich über die Schulter, dass mir der Kopf zur Erde hängt. Die Arme lahm werden und die Beine sich an seiner Brust versteifen. Jemand muss uns die Tür geöffnet haben. Der Teufel trägt mich durch den dunklen Gang bis zum Stiegenhaus, wo das Licht brennt. Niemand folgt uns. Wo gehörst du hin? Fragt mich der Teufel. Ich tue den Mund nicht auf. Du, ruft er und schüttelt mich. Wo gehörst du hin? Aber ich kann nicht sprechen. Dann nimmt er mich von seiner Schulter und setzt mich auf den Arm. Sei nicht dumm, sagt er. Zeig mir, wo du hingehörst. Ich strecke die Hand aus und deute nach oben. Schwester Rosa hat im Behandlungszimmer Licht brennen lassen und ich zeige auf den erhellten Türspalt. Während er mich durchs Behandlungszimmer trägt, streift er an den Wagen mit dem Verbandzeug und stößt eine Flasche mit Jod um. Zum Teufel, sagt der Teufel und öffnet die Tür zum Krankenzimmer, lässt mich ins aufgeschlagene Bett fallen und zieht mir die Decke über den Leib. Mein Hals ist eingebunden. Bist du krank? Fragt er mich. Dann nimmt er meine Hand und greift mir nach dem Puls. Du hast Fieber, sagt er. Mein Blick erfasst seinen ausgebuchteten Kopf mit der ganzen geweiteten Hässlichkeit. Während er sich vorbeugt, meine Stirn zu befühlen, schlägt seine Kette über meinen Arm. Sofort nimmt er sie weg und bindet sie sich um den Leib wie einen Gürtel. Hast du gewusst, was du tust? Fragt er und legt meinen Arm auf sein Knie, biegt ihn ab und wieder gerade, wobei er auf ihm herumklopft. Ich zucke mit den Achseln, seine Nase mit den daumengroßen Nüstern zeigt die Kanten einer Holzschnitzerei. Die Mutteroberin tritt ins Zimmer, hinter ihr Kreuzschnabel der Kaplan, hinter ihm Schwester Theodora, hinter ihr Schwester Assunta, hinter ihr Schwester Ami, die liebe Schwester Ami, hinter ihr Schwester Rosa. Ich versuche, meinen Blick aufzuhalten, die Augen zu schließen. Die Flügel der Schwestern fangen an zu flattern, zu rauschen, wirbeln Hitze auf. Ein Schwarm von aufgerichteten Hirschkäfern mit silbernen Zangen und Tiere mit Hörnern, Ziegen mit messerscharfen Barthaaren und übel riechenden Klauen. Das Summen einer abgestellten Klingel, Geräusche wie vom Lauf einer Herde, das Surren siedenden Wassers auf einer Herdplatte. Ich komme auf den Bauch zu liegen. Sie greifen nach mir, jeder einzelne meiner Finger, jede einzelne meiner Zehen werden gezogen ins Endlose, Schmerzhafte, Flecken aus Kälte. Da schreie ich. Ich höre das Sägen und Springen von Glas, den Knall eines nicht sich öffnenden, luftdicht verschlossenen Gefäßes, das Geräusch des Saugens, mit dem eine Flüssigkeit von einem Behälter in einen anderen gehoben wird. Jemand hält meine Hand, eine schwarze Hand, in meiner grünen Hand,
eine rote Hand in meiner gelben Hand. Jemand hält meine Beine, meinen Rücken, meine Arme, meine Knie. Man hält mich fest. Ich weiß, was kommt. Es tut nicht weh. Aber niemand hat mich gefragt. Lieber Teufel, schreie ich, um Gottes Willen, hilf! Da sehe ich den abgeschnittenen Kopf des Teufels auf dem Boden liegen, einen offenen Schlund, wie mit einem Messer abgetrennt, mit nach außen gestülpten Rändern, zerfranst und schwarz, so tot, wie man nur tot sein kann. Ja, danke. Achso, da kommt ja jetzt niemand mehr. Okay. Eigentlich nicht, nein, das ist.